glaube, wir sind uns hier in der Runde alle einig, dass es zur Bekämpfung des Klimawandels oder zur Eindämmung des Klimawandels eine Politik braucht, die die Leute mitnimmt und die sozial ausgewogen ist, die soziale Härten abfedert. Und wir wollen heute Abend hier darüber diskutieren. Auf der einen Seite, warum ist es in der letzten Zeit zu dieser Energiepreisexplosion gekommen? Welche Gründe hat das? Und wir wollen dann gemeinsam diskutieren, wie müssten eigentlich soziale Rekompensationsmaßnahmen aussehen, um einen tatsächlichen sozialökologischen Umbruch zu bewerkstelligen. Und ich glaube, unsere Debatte hier heute Abend hat durch den bedrückenden Krieg Russlands gegen die Ukraine nochmal mehr an Aktualität gewonnen. Wir können jetzt schon sehen, wie Energiepreise nochmal weiter angestiegen sind oder auch die Spritpreise angestiegen sind. Und umso dringender wird es, sich neben vielen anderen Fragen, die mit dem Konflikt natürlich zusammenhängen, auch zu überlegen, wie können wir für einen sozialen Ausgleich sorgen? Wie setzen wir das durch, damit wir überhaupt eine Chance haben, politisch auch eine gerechtere Politik mit Blick auf den Klimawandel hinzubekommen? Und diese und andere Fragen oder genau diese Fragen wollen wir heute Abend diskutieren in unserer Runde. Und ich freue mich, meine Gäste hier vorstellen zu können, nämlich Professor Rudolf Hickel vom Institut für Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich grüße ebenso herzlich bei uns Christoph Schmitz. Er ist Mitglied im Bundesvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und da unter anderem für den Fachbereich Ver- und Entsorgung auch zuständig, also die ganze Energie- und Kraftwerkssparte. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, dass Herr Dr. Ulrich Schneider bei uns ist, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Guten Abend, Herr Schneider. Hallo. Und last but not least ist bei uns Uwe Witt, mein Kollege aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist Referent für Klimaschutz und Strukturwandel bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, hat diese Veranstaltung hier heute Abend initiiert und hat zuvor etliche Jahre bei der linken Bundestagsfraktion gearbeitet, und zwar auch genau in diesem Themenfeld. Wir haben uns im Vorfeld sehr bemüht, jemanden von der linken Bundestagsfraktion selber in diese Veranstaltung zu bekommen. Das ist uns leider nicht gelungen. Von daher wird mein Kollege Uwe Witt an diesem Abend einerseits seine Position darstellen, aber auch an bestimmten Punkten immer mal die Haltung der linken Bundestagsfraktion hier sozusagen transparent machen. Und ich werde den Abend moderieren. Mein Name ist Eva Völkel, ich bin Referentin für Wirtschafts- und Sozialpolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Bevor wir loslegen, kurz zum Ablauf. Wir haben anderthalb Stunden Zeit und die Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich alle eingeladen, Fragen zu übermitteln, und zwar über die sogenannte Question and Answer oder hier heißt das F&A-Funktion. Das können Sie unten am Bildschirmrand aufrufen. Dort bitte ich Sie, Fragen einzugeben. Ich werde mich dann bemühen, die direkt im Laufe der Debatte an den passenden Punkten mit einzuspeisen. Und wir haben natürlich auch die Chat-Funktion, die funktioniert, aber die möchten wir heute Abend nur dafür nutzen, dass wir über die Chat-Funktion immer mal wieder interessante Literaturhinweise posten. Wenn Sie die sich abspeichern möchten, müssten Sie schon während der Veranstaltung draufklicken, weil es nicht möglich ist, den Chatverlauf sich abzuspeichern. Ich bedanke mich auch an der Stelle auch schon ganz herzlich bei meinem Kollegen Steffen Kühne, der heute hier mich unterstützt bei der Betreuung des Webinars und auch ein bisschen bei der Sortierung und sozusagen Betreuung der Fragen. Wir werden jetzt starten mit einem ganz kurzen einleitenden Worten von meinem Kollege Uwe Witt. Und dann werden wir in einem ersten Part einen Vortrag von Professor Hickel hören. Da geht es eben darum, die Grundlagen so ein bisschen zu klären. Woher kommen die höheren Energiepreise und was erwartet uns natürlich jetzt auch noch in Zukunft verschärft? Nochmal durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und dann werden wir direkt in die gemeinsame Debatte hier einsteigen. Uwe, du hast das Wort. Ach so, ein kurzer Hinweis, den muss ich noch machen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Man kann sie nachher dann auch im Netz nachhören. Von daher müssen wir das aus datenschutztechnischen Gründen hier auch einmal kurz ansagen. Ja, herzlichen Dank. Jetzt bin ich, glaube ich, auch zu hören. Wir haben uns gedacht, dass ich eingangs die Problemlage darstelle, die ja etwas verwirrend ist teilweise. Eva hat es bereits angedeutet, die heutige Veranstaltung kommt durch die durch nichts zu rechtfertigende Invasion Russlands in die Ukraine nochmal eine neue Dimension. Als wir uns aber das heutige Podium vorgenommen hatten, in der Planung sind wir davon ausgegangen, von einer doppelten Problemstellung
ursprünglich. Die erste umfasst all jene Fragen, die im Prinzip damit zusammenhängen, dass es im Klimaschutz auch Instrumente gibt, die unmittelbar oder mittelbar Preiswirkungen haben. Beispielsweise CO2-Preise, EEG-Umlage. Gleichwohl es ja lange Konsens in der linken Familie war und auch bei den Umweltverbänden, dass die Umwelt ihren Preis haben soll, war das Ganze nie umstritten. Auch nicht in der Partei, in der Linksfraktion und auch hier in der Stiftung. Der Grund, solche Instrumente wirken ja regressiv. Sie belasten in der Tendenz jedenfalls Haushalte mit niedrigem Einkommen mehr als Haushalte mit hohem Einkommen. Weil das so ist, gibt es verschiedene Konzepte zur sozialen Kompensation, wobei die wirklich bislang in Regierungshandeln umgesetzten ja weit hinter denen zurückfallen, die beispielsweise Umwelt- und Sozialverbände fordern. Zum anderen existiert zumindest in der Öffentlichkeit eine eher weniger entwickelte Debatte darüber, in welchen Bereichen CO2-Preise überhaupt Sinn machen und dort eine sinnvolle Lenkungswirkung entfallen können, beziehungsweise wo alternative Instrumente deutlich zielführender sein können und auch gerechter, beispielsweise Ordnungsrecht, Förderpolitik, staatliche Infrastrukturmaßnahmen. Also nicht nur begleitend zu den CO2-Preisen, das wollen ja eigentlich alle, sondern diese gegebenenfalls auch ersetzend. In diesem Zusammenhang eine recht neue Debatte ist die zu einer Green Flation, also direkte oder indirekte Preiseffekte der Klimapolitik, die zu einer festen zusätzlichen, zu einem festen zusätzlichen Inflationstrieb führen könnten. Dazu wird Rudolf Fickel mehr sagen. Das war der erste Problemblock. Der zweite Problemblock formierte sich im letzten Herbst mit einer Situation, die niemand eigentlich auf dem Schirm hatte, nämlich dass kurzfristig aufgrund von allen, vor allem von externen außenwirtschaftlichen Effekten sich die Einfuhrpreise für Gas, Öl und auch Steinkohle drastisch erhöhten. Erdgas kostete stellenweise 7-mal mehr als in den Vorjahren am Großhandelsmarkt, der Strompreis folgte. In der Debatte stehen seitdem noch viel stärker als früher verschiedene Ansätze zum schnellen sozialen Ausgleich. Das Klimageld, von dem ja immer die Rede ist, dient ja zunächst nur eine Antwort auf die CO2-Preise. Was machen wir eigentlich mit dem zusätzlichen Schub an Kostensteigerung, um den sozial auszugleichen? Es ist kein Geheimnis, dass beispielsweise die Mehrwertsteuerabsenkung, die die Bundestagsfraktion Die Linke, aber auch Verdi zumindest zeitweise ins Feld führt, vom Paritätischen Gesamtverband und vom Umweltverband strikt abgelehnt werden. Darüber werden wir heute diskutieren. Und zu diesen zwei Problemblöcken kommt nun ein dritter hinzu, durch den feigen Überfall auf die Ukraine, der natürlich auch Preiswirkungen haben wird, neben dem menschlichen Leid, was natürlich zunächst jetzt im Mittelpunkt steht. Diese drei Ebenen und die Vielzahl der möglichen Instrumente zum sozialen Ausgleich, die sich auch noch gegenseitig beeinflussen, werden wir heute versuchen, das zu diskutieren. Klar ist, dass die Preiseffekte auf die oft prekäre Lage von armen Haushalten obendrauf kommen. Und genauso klar ist aber, dass eins nicht unter den Tisch fallen oder weggewogen werden darf. Das ist der Kampf gegen den Klimawandel, der weiter höchste Priorität haben muss. Heute kam ja der zweite Teil des IPCC-Berichtes raus, des Sachstandsberichtes, und da wird deutlich, und da bleibt dieser Klimaschutz, so werden wir uns eine Welt wiederfinden mit noch mehr Konflikten und daraufhin natürlich den entsprechenden sozialen Auswirkungen. So weit erstmal, vielen Dank. Herr Hickel, würden Sie dann loslegen mit Ihrem? Ja, okay. Vortrag? Ja, Dankeschön. Schönen Dank. Also ich wollte noch eins vor einem warnen, wenn angekündigt wird, ein Vortrag, dann klingt es ja sehr deprimierend. Es wird kein Vortrag, es gibt ein paar Stichpunkte, weil ich einfach sehe, wir haben ja wunderschöne Kompetenz zusammen und da müssen wir einfach auch miteinander diskutieren. Ich glaube, denn wir sind gerade, was die Inflationsentwicklung betrifft, in einer Situation, die schwer durchschaubar ist, wo man viel sortieren muss und wo man viel sich darüber verständigen muss. Ich will nochmal das, was Uwe gesagt hat, sozusagen mit den drei Punkten zusammenfassen. Was sind eigentlich die Inflationstreiber? Das erste ist,
Und die Inflationstreiber überlappen sich, deshalb sind sie zum Teil nicht spezifizierbar. Das erste ist einfach die Folge der Corona-Krise. Ich will es nicht lange ausführen. Corona-Krise kennen wir, Mehrwertsteuer ist angesprochen. Ich war damals strikt dagegen, die 20 Milliarden zu verpulvern. War aber ganz klar, dass danach der Effekt kommt, dass es natürlich dann mehr oder weniger die Rückkehr wieder weitergegeben wird in den Preisen. Das ist aber nicht so entscheidend, weil es ein singulärer Vorfall. Das zweite ist, ganz entscheidend ist, sind die Basiseffekte. Wir haben 2020 praktisch eine gesamtwirtschaftliche Verbraucherinflationsrate von 0,3% gehabt. Und das hat damit zu tun, auch das will ich ausführlich erklären, dass wir da einem sozusagen einem Tief waren. Die Nachfrage war sehr, die Angebot war auch verknappt, aber die Nachfrage war auch sehr schwach. Und daraus erklärt sich ein Basiseffekt, wenn dann eben die Energiepreise um 10 oder 12% steigen, dann geht es um 10 oder 12 € steigen, dann heißt, haut das sofort in hohen Prozentzahlen sich nieder. Das Dritte ist, und das ist entscheidend, das ist neu. Das sage ich deshalb, weil wir unter dem Problem noch einige Jahre wohl leiden werden. Wir haben das gerade in der Arbeitsgruppe Alternativen Wirtschaftspolitik in unserem Memo 2022 nochmal sehr deutlich formuliert. Die IG Metall betont das stark, weil sie als Branche unglaublich betroffen sind. Das sind die Lieferkettenprobleme. Wir haben einfach Lieferkettenprobleme, Zusammenbruch von Lieferketten, auch wegen Corona beispielsweise, wenn zwei große chinesische Häfen schließen. Über 6.000 Container liegen in der Welt rum, kommen nicht an ihre Orte. Die Frachtraten steigen massiv. Das wird natürlich überwälzt bis am Ende auf die Verbraucher. Nicht nur die Frachtraten für Schiffe, sondern die Frachtraten auch für LKWs. Und dieses Lieferkettenproblem, das zu Engpässen führt, ist beispielsweise erklärt, warum Holz und andere Materialien, Vorprodukte so teuer geworden sind. Das sage ich deshalb an der Stelle, damit man gleich mal auseinandersortiert. Das wird eine Herausforderung sein. Und um das Ende vorwegzunehmen, das ist ein Argument, dass wir uns um die sozialen Folgen kümmern müssen. Und zwar nicht nur mal ein paar Monate, sondern das Lieferkettenproblem wird noch einige Zeit andauern. Dann haben wir die zweite, über die wir heute reden wollen, das zweite Einflussbündel, das ist im Grunde genommen Greenflation. Ich bin fast nicht mehr bereit, das zu sagen, obwohl ich früh den Begriff mit favorisiert habe in Deutschland, weil der zu so viel verwirrenden Äußerungen bzw. Wahrnehmung geführt hat. Das sage ich gleich noch was dazu. Das dritte ist, und das ist jetzt gerade angesprochen worden von Uwe, wir sind dabei, ich selber. Ist natürlich klar, es ist professionelle sozusagen Versautheit, kann man sagen. Wir fangen natürlich sofort an zu rechnen, was bedeutet eigentlich dieser kriegerische Vorrücken in der Ukraine durch Russland. Und da ist es ganz klar, ich habe heute Morgen mir mal schnell alle Zahlen angeguckt, also vom IW, Institut Deutscher Wirtschaft, DIW, Bundesbank und viele andere Sachverständige, die nicht immer so sachverständig sind, im Rat erweisen, die sagen alle, das wird einen Schub geben von 1,6 bis 2% unter ganz bestimmten Bedingungen. Aber auf die Zahlen will ich nicht eingehen, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass die Inflationsrate, die ersten Zahlen, die jetzt genannt werden, vorläufig sind die, dass wir in 2022 nicht auf eine Inflationsrate kommen von 4,3%, wie prognostiziert, sondern eher in der Richtung von 6%. Ich sage das so deutlich. Will auch nicht erklären, ob man das alles bekämpfen kann. Ich sage das nur an der Stelle so deutlich, weil damit die Herausforderung ist, das Inflationsproblem sozial zu bewältigen, wird größer, als es bisher eigentlich insgesamt war. Ich glaube, dass heute hat ich glaube, der Fuß war es vom IFO-Institut, hat einen Begriff in die Debatte geworfen. Ich glaube, den kann man so mal aufgreifen. Wir werden es in diesem Jahr mit einer Stagflation zu tun haben. Die Wachstumsraten werden erheblich schwächer als prognostiziert. Manche gehen davon aus, dass wir im laufenden Jahr ein Minuswachstum kriegen von 0,6%, nächstes Jahr minus 1,4% und eine hohe Inflationsrate. Die klassische Phase, sozusagen die gespenstische Phase, vor der wir immer Angst und gewarnt haben, auch in Richtung sozusagen Gewerkschaft, Tarifpolitik, ist diese Kombination von Stagnation, wirtschaftlicher Wachstumsschwäche, sei mal übersetzt, und auf der anderen Seite Inflation. Ich will vorab sagen, wenn man diese Inflationsbündel nimmt und sie genau analysiert, dann ist eines klar, dass es der größte Blödsinn ist, zu glauben, man könnte diese Inflation in irgendeiner Art mit der klassischen Nachfrageinflation interpretieren. Wir haben keinen Nachfrageüberschuss, der jetzt behauptet wird, der natürlich auch behauptet wird, um im Grunde genommen die Tarifparteien zu disziplinieren. Das haben wir nicht, das ist ganz wichtig, sondern wir haben bestimmte strategische Preise, die gestiegen sind. Uwe hat es auch schon gesagt. Wenn man heute Analyse macht, muss man nicht auf den Gesamtindikator gucken, sondern muss in die Warenkörbe rein gucken, wie sind zum Beispiel private Haushalte von Benzin, Gaspreisen insgesamt getroffen. Das Zweite, was daraus folgt,
Und das macht es so spannend, weil das müssen wir natürlich mit bedenken. Kann man was tun? Wie sieht die Anti-Inflationspolitik aus? Das Zweite ist zu bedenken, die Bundesbank hat da, die Europäische Zentralbank hat da mehr oder weniger nichts mit zu tun. Also jetzt die Forderung, Zinsen zu erhöhen, die Zinswende zu vollziehen. Also soll mir mal einer erklären, wie der Gaspreis, der jetzt schon wieder um 60% gestiegen ist seit am letzten Donnerstag, wie ein Gaspreis durch eine restriktive Geldpolitik behindert werden kann. Nein, ich sage an der Stelle nochmal ganz deutlich, wer diese Entwicklungen, diese Faktoren nimmt zum Anlass, eine restriktive Geldpolitik zu verlangen, der tut noch zusätzliches, die Konjunktur zu belasten und sie im Grunde genommen abzuwürgen. Jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema, das wir uns vorgenommen haben, die Greenflation. Ich will erst nochmal sagen, das ist auch schon angedeutet worden. Ich bin einer und ich gehöre seit Jahrzehnten, als noch gar nicht so richtig über Abgaben, über ökologische Abgaben sprach, haben wir damals das alte Modell von 1912 von Arthur Cecil Pigou, der abgeleitet hat als Markttheoretiker, warum eigentlich das Marktsystem zu blöd ist, unfähig ist, im Grunde genommen die ökologischen Wahrheiten im Preissystem abzugeben. Und da kam dann die berühmte, von uns jetzt allen zitierte These der Externalisierung, Privatwirtschaft, profitwirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen haben einfach sozusagen die innere Logik, alles das, was an sozialen Kosten, sprich an Umweltbelastung entsteht, zu auszulagern, im Grunde genommen an die Umwelt abzugeben, ohne dabei zu bedenken, dass es wieder Rückschläge gibt, wenn etwa in der Form der Klimakrise. Das ist das eine. Und das andere, die Antwort darauf, ist die Internalisierung. Nun sage ich gleich, der Internalisierung geht natürlich mit, da macht private Kosten, soziale Kosten, die Differenz, da kommt dann der Abgabesatz rein. Ich bin sozusagen mit der Preispolitik CO2 beziehungsweise Zertifikaten, aber das sagen wir so ganz schnell, es gibt zwei Instrumente. CO2 ist sozusagen der Festpreis, der wird politisch festgelegt, das sind zurzeit die 30 Euro pro Tonne CO2. Und Zertifikate sind im Grunde genommen flexible Preise, die sich an der Börse bilden. Auf die Mechanismen will ich nicht eingehen, aber beides hat einen ähnlichen Wirkungszusammenhang. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass diese Preispolitik bei weitem nicht reicht. Sie muss flankiert werden. Es gibt ja Riesenkataloge, auch in der linken Partei ist es ja intensiv diskutiert worden, dass man das einbetten muss. Ich mache mal so ein Beispiel deutlich. Man kann den Benzinpreis steuerungstechnisch erhöhen auf der einen Seite, auf der anderen Seite reicht es nicht aus, man muss dann einfach ein Regelgebot machen, etwa ein Tempolimit, damit die sagen, wir können den höheren Preis bezahlen und fahren mit unserem Superauto mit 200 über die Autobahn, dass man den sozusagen reguliert. Also Kombination insgesamt der Produkt. Was jetzt aktuell, und das finde ich spannend, deshalb freue ich mich, dass wir heute auch die Diskussion führen, was aktuell ins Bewusstsein rückt, sind zwei Sachen. Eine Sache, über die wir eigentlich intern lange diskutieren, aber in der Öffentlichkeit nicht auch. Inflation ist im Prinzip immer extrem sozial ungerecht. Sie hat ungerechte Wirkungen. Ich bin sehr glücklich über die EMK, die Studie des Instituts für Makropolitik und Strukturforschung vom DGB. Bin ich glücklich darüber, dass da einfach mal geguckt wird, wie sieht eigentlich eine Inflationsrate für einen einkommensschwachen Haushalt aus? Wie sieht eine Inflationsrate, die einen ganz anderen Warenkorb haben? Wie sieht eine Inflationsrate für eine mittleren Einkommen befindliche Familie mit zwei Kindern aus? Wie für einen Alleinstehenden und für einen reichen Haushalt? Und da kommt raus, um es ganz kurz zusammenzufassen, diese Inflation hatte immer schon im Grunde genommen soziale Schieflage, hat immer schon sozial ungerecht gewirkt. Und jetzt kommt dazu, dass durch aktuelle Preisentwicklung, bei der so vor allem einige wichtige strategische Preise im Vordergrund stehen, nämlich die Energiepreise und vieles mehr, dass die erheblich mehr an Verteilungsungerechtigkeit insgesamt erzeugen. Und wir haben jetzt einen Satz, er wird jetzt wahr, den wir etwa in der Memo-Gruppe schon mehrere Jahre forciert haben, nämlich zu sagen, es kann die Notwendigkeit einer Steuerung über CO2-Preise, über Verteuerung, über CO2-bedingte Verteuerung, kann es nur geben, wenn es gleichzeitig sozial abgefangen wird. Dazu gibt es eine Schwäche. Die ganze Preispolitik, die ökologisch gemeint ist, hat eine große Schwäche. Sie unterstellt immer ein ökologisch gewolltes, rationales Verhalten. Wir sind jetzt immer mehr in der Situation, dass beispielsweise ein armer Haushalt, ein Rentnerhaushalt, der an der Grundsicherungsgrenze sich befindet, dass der gar nicht in der Lage ist, sein Verhalten zu ändern, sondern für den ist unmittelbar
die CO2-Abgabe im Grunde genommen Entzug von Einkommen und dann kann er entweder woanders was einsparen und wenn es nicht geht, dann ist er sozusagen aufs Frieren abgestellt. Das heißt, wir haben jetzt, was früher so immer auch von den Grünen so ein bisschen vernebelt wurde, da machen uns die verrückt da mit der sozialen Wirkung. Jetzt sind wir in einer Situation, wo es unglaublich massivst sozial ungerecht wirkt, weil es nicht mehr nur der allgemeine Index ist, sondern weil spezifische Preise sind, etwa die Energiepreise und was wir übrigens nicht vergessen dürfen, sind auch im Bereich sozusagen im Bereich der Grundversorgung, also im Grunde der Lebensmittel haben wir auch solche Preissteigerungen. Letzter Gedanke, ich will es noch mal korrigieren, es hat ja viel Kritik gegeben, auch vom BUND an unseren Veröffentlichungen, an meiner Veröffentlichung auch in den Blättern. Und ich würde es heute ein bisschen anders machen. Ich würde nicht mehr Green Inflation sagen. Greenflation. Warum? Weil das so missbraucht wird, so habe ich es überhaupt nicht gemeint, wird so missbraucht von denen, hey, seht ihr, wir wollten ja nie die grüne Umbaupolitik und jetzt kommt ihr mit der Umbaupolitik und macht alles kaputt. Klammer auf, aber auch sozusagen diejenigen, die den Umbau der Umwelt wollen, müssen sich sozusagen mit dem Instrument insgesamt auseinandersetzen. Wobei natürlich klar ist, wie viele haben mir zugerufen, ach hört, blas sie doch nicht so auf, zurzeit ist der, bisher war der Beitrag 0,3 Prozentpunkte der CO2-Politik auf die Inflationsrate. Aber das ist eine unfaire Antwort, weil wir wissen, wir wollen ja den CO2-Preis erhöhen, der wird allein schon nach bisherigen Beschlüssen der Bundesregierung bis 55 bzw. 60 Euro erhöht. Wenn man die Analysen der Ökonomen nennt, dann müsste es eigentlich bei über 100 sein. Also da ist natürlich ein Preistreibungseffekt drin. Ich würde aber heute das andere Bild nutzen. Ich würde heute alles, was Umwelt durch den Umwelt, so wird nicht mehr Greenflation, damit man da in die Falle läuft, alles, was durch Umweltpolitik an Preiseffekten ausgelöst sind. Und das hat Eva schon am Anfang anmoderiert. Das sind zwei Bereiche. Das ist einerseits die CO2, die Abgabenpolitik, CO2-Abgabe bzw. Zertifikate, die auch gestiegen sind im Preis auf 70, 80 Euro. Und es ist andererseits, der Umbau selber führt natürlich zu unglaublich massiver Nachfrage. Dass der Kupferpreis in der Zwischenzeit in Deutschland auch so stark gestiegen ist, hat etwas damit zu tun, dass wir dringend für den notwendigen ökologischen Umbau im Grunde genommen diese Materialien, die sich damit verteuern, brauchen. Ich würde sagen, besser ist der Begriff zu sagen, warum brauchen wir die Abgabe? Wir brauchen sie, weil wir im Grunde genommen ist der Ausgangspunkt die nicht beobachtete, die nicht messbare, die nicht gemessene und nicht politisch zum Ausdruck gebrachte fossile Inflation. Das System hat unter der Dominanz von fossiler Ressourcennutzung hat eine Inflation, die sozusagen versteckt ist, die sich dann aber zeigt nächsten in der Umweltkrise. Und den Zusammenhang, dass im Grunde genommen die Greenflation nichts anderes ist als eine rationale Bewältigung der fossilen Inflation. Das finde ich ganz wichtig. Aber zu dem letzten Punkt möchte ich jetzt da keine Ausführung machen, weil da sehe ich schon, da gibt es hier Teilnehmer, die es viel kompetenter können. Wichtig ist eindeutig der Satz an die Grünen auch formuliert, die es länger Zeit nicht begriffen haben. Zwischenzeit kommt es deutlich raus. An die Parteien, auch die SPD formuliert. Wer den Umbau will, der muss ihn sozial begleiten, der muss sozial abgefedert werden. Da gibt es kurzfristige Maßnahmen, dazu gibt es Programme, gibt es auch einige Beschlüsse, dazu gibt es mittelfristige. Und wir werden mit einem Klimabonus oder Klimageld oder wie man es auch immer nennt, nicht auskommen, das im Grunde genommen rückverteilt, im Grunde genommen die Ungerechtigkeit dessen, was wir zum ökologischen Umbau brauchen, einigermaßen abfedert. Schönen Dank. Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir jetzt direkt in der Debatte, was wir für Maßnahmen brauchen, um das alles abzufedern, was auf uns zukommt. Ich will natürlich gerne allen Beteiligten hier auf dem virtuellen Podium die Möglichkeit geben, auch nochmal Punkte aufzugreifen oder eine kleine Replik zu dem zu machen, was Sie, Herr Hickel, gesagt haben. Möchte aber schon mal dann mitgeben, dass wir heute Abend gerne mal so ein paar Punkte nach und nach abschichten wollen. Einerseits von den Plänen, die die Ampelregierung jetzt gefasst hat. Was halten Sie davon? Das werden wir nach und nach dann jetzt durchgehen. Und ich würde aber gerne, wie gesagt, wenn jetzt nochmal Bemerkungen, Kommentare, Hinweise sind zu dem, was Herr Hickel gesagt hat,
die Möglichkeit dazu geben. Und ansonsten nehme ich gerne mal einsteigen mit der ersten Frage in die Runde, wie Sie es mit der CO2-Bepreisung halten. Also ist es ein sinnvolles Steuerungsinstrument und vor allem unter welchen Maßgaben ist es das, wenn man sich auch die verschiedenen Bereiche anguckt, also auch nochmal den Bereich, der jetzt dieser CO2-Abgabe unterliegt, der Verkehr- und Wärmebereich. Herr Schneider, wollen Sie den Anfang machen? Kann ich gern tun. Wir haben uns ja mit dem BUND zusammen. Oh, bin ich hier zu hören? Man kann Sie gut hören, ja. Also, alles ist ja gut, dann kriege ich hier nur eine falsche Ansage. Nee, wir haben uns ja mit dem BUND zusammen sehr, sehr frühzeitig positioniert auf diesem Feld. Wir haben auch lang mit uns gerungen, im paritätischen ordnungspolitische Vorgaben und Maßgaben versus Bepreisung. Das ist eine klassische marktwirtschaftliche das Instrument. Zum Schluss sind wir gekommen am Ende. Also so Sortenreinheit, wenn man es vernünftig anpacken will, kriegt man ohnehin nicht hin. Wir müssen ordnungspolitische Maßnahmen haben, auch ganz klare Verbote, ganz klare Grenzlinien, wenn es um Umwelt- und Klimafragen geht, wie aber auch durchaus eine Bepreisung von CO2. Diese CO2-Bepreisung kann man unter zwei Aspekten sehen. Das eine ist die Lenkungswirkung. Ob es die Lenkungswirkung hat, die wir uns erhofft haben, weiß ich nicht. Weil alle die Akteure, die auf eine CO2-Bepreisung setzten, sind von deutlich höheren Preisen ausgegangen. Also wenn ich keinen Preis nehme, habe ich auch keine Lenkungswirkung. Und deswegen hatten wir im BUND auch wie viele andere gesagt, wir wollen einen Einstiegspreis von 50 Euro die Tonne haben und dann jährlich hochfahren um 15 Euro, sodass es auch wirklich wehtut. Und nur dann sehen wir eine Lenkungswirkung, was da jetzt rausgekommen ist, dieses kompromisshafte, also wie weit da eine Lenkungswirkung ist, wage ich gar nicht mehr zu prognostizieren. Ist aber auch nicht schlimm, denn... Und das habe ich auch schon in mehreren Diskussionen mit, auch gerade mit den Linken deutlich gemacht. Wir sehen es genauso wie Rudolf Hickel, die CO2-Bepreisung kann nur mit einem sozialen Ausgleich einhergehen. Da gibt es jetzt zwei Varianten, die denkbar sind für uns, wenn man den CO2-Preis zurückgeben will. Einmal als Pauschale und einmal, das waren Teile in der SPD, die das fordern noch. Gefordert haben und auch immer fordern, sie wollen eine soziale Komponente drin haben sogar. Die sagen, die wenig haben, sollen eigentlich von den CO2-Einnahmen mehr zurückbekommen, als die es eigentlich nicht brauchen. Das hat unsere ganz große Sympathie, aber das ist noch komplizierter und noch schwieriger umsetzbar, als wenn man es mit einer Pauschale zurückgibt. Und das ist schon schwierig genug. Wie wäre der Effekt? Der Effekt wäre bei dem von uns gewählten Einstiegspreis gewesen, von 50 Euro die Tonne, dass man rund 11 Milliarden eingenommen hätte in den einschlägigen Modellrechnungen, die da angestellt wurden. Und man hätte dann eine pro-Kopf-pauschale Rückerstattung gehabt von rund 130 Euro pro Kopf, pro Nase. Und das ist bei einem vierköpfigen Haushalt ist das schon ein spürbarer Betrag. Und nicht nur spürbar, sondern, und das hat uns letztlich überzeugt, dass die einschlägigen Studien, die dazu gemacht wurden, zu den Entlastungswirkungen, die ja vom DEW durchgeführt wurden und anderen, zum Schluss kamen, dass in der Tat der Haushalt, der wenig Geld hat, immer im Plus landet. Einfach deshalb, weil er zwar, da hat Rudolf Hickel völlig recht, so arm ist, dass er keine Ausweichmöglichkeiten hat, der kann sich nicht den super Öko-Kühlschrank kaufen und die absolut energiesparenden Geräte im Haushalt einsetzen, das hat er nicht das Geld. Aber er hat per se einen deutlich geringeren Energieverbrauch als diejenigen, die halt ihr zwei Kühlschränke haben, für die Party einen noch am Laufen, die eventuell dann abends noch mal ganz gern die Heimsauna anwerfen, die zwei Laptops da stehen haben und so weiter und so weiter. Und das merkt man dann schon, da gibt es ja auch seit 3 Wochen sehr klare Berechnungen und Auswertungen des Statistischen Bundesamtes, bei den Wohlverdienerhaushalten ist in der Tat im Schnitt ein 3,5-facher so hoher Energieverbrauch im Haushalt wie bei den Haushalten, die im Geringverdienerzone sich aufhalten. Und daran haben wir angesetzt. Und diese Entlastungswirkung trifft sogar dann,
die kleinen Haushalte in Anführungsstrichen, wenn sie pendeln. Und das hat uns dann endgültig beruhigt. Da haben wir gesagt, gut, dann kann man es machen und dann wird da auch was Gerechtes draus. Und wie ich in der Diskussion auch deutlich machte, selbst wenn es keine ökologische Steuerungswirkung hätte bezüglich des Energieverbrauchs, wäre es noch immer ein prima Instrument der Umverteilung. Und so war für mich da nichts, was gegen einen solchen Ökobonus, wenn er vernünftig aufgesetzt wird, gesprochen hätte. Und so stehen wir auch dazu. Wir haben ja mittlerweile, ihr habt es mitbekommen, ein Gutachten vorgelegt mit der Klimaallianz zu der Frage, wie lässt sich das Ganze unbürokratisch zurücküberweisen, weil er lange gesagt wurde, das geht gar nicht. Das Geld kriegt man nicht mehr zurück, viel zu teuer, das geht. Wir haben es ausarbeiten lassen und man muss halt an den Zahlungsströmen ansetzen, die ohnehin da sind. Rente, Hartz IV, Steuer und so weiter. Und dann geht das auch. Man kann das in monatlichen Abschlägen machen, sodass diejenigen, die das Geld dringend brauchen, weil sie wirklich nichts Erspartes haben, dass die dann auch monatlich eine wirkliche Entlastung bekommen. Das wäre schon sehr wichtig. Deshalb stehen wir zu dem Konzept und werden uns auch weiterhin massiv dafür einsetzen, juristisch. Vielen Dank. Dann würde ich gerne Christoph Schmitz das Wort geben würde vorschlagen, dass wir den Punkt Klimaprämie, Klimabonus, wie es auch immer genannt wird, ich glaube, Verdi nennt es Energiegeld, sozusagen nochmal direkt zu dem Punkt CO2-Bepreisung jetzt mitdiskutieren, sinnvollerweise. Soweit ich weiß, hat Verdi ja tatsächlich eher den Vorschlag, dass man das nochmal sozial staffeln muss. Aber da hast du jetzt das Wort, Christoph. Ja, vielen Dank. Ich finde wichtig, das ist, glaube ich, in den einführenden Worten von Rudolf Hickel schon mal deutlich geworden, dass wir das, was wir gerade im Moment erleben, hat zumindest in der Inflationsentwicklung relativ wenig mit Klimaschutz zu tun. Das ist das, worauf wir uns für die nächste Zeit einrichten müssen. Neben den Punkten, die Rudolf Hickel genannt hat, will ich doch noch mal darauf hinweisen, dass ein Teil dessen, was wir jetzt an Energiepreisen, gerade bei fossilen Energien erleben, natürlich mit Corona auch insofern zu tun hat, dass zur Abschwächung der Pandemie weltweit die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen wieder angezogen ist. Ja. Und zwar ziemlich gleichzeitig. Das, was es sonst nicht gibt, dass sozusagen die Wirtschaft aus dem Stillstand gleichzeitig Produktion hochfährt, das trifft dann eben auch die Lieferkettenunterbrechung, die er zu Recht angesprochen hat. Wir haben zum Teil Störungen im Energiesystem erlebt. Libyen, das nicht genug Öl hat liefern können. Wir haben zum Teil entweder wartungsbedingt, ich will nur daran erinnern, dass in Frankreich über viele, viele Monate die Kernkraftwerke nicht am Netz waren, weil sie gewartet werden mussten, beziehungsweise nicht betriebsfähig waren. Das sorgt dann beim Strom nochmal auch für entsprechend weniger zur Verfügung stehende Mengen. Wir haben in Kasachstan, in Ecuador zum Teil auch Umweltkatastrophen gehabt, die Produktion von fossilen Brennstoffen reduziert haben. Da kommt also eine ganze Menge zusammen und ist im Moment ist diese Inflation am allerwenigsten Klimawende getrieben. Trotzdem haben auch wir frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Klima- und Energiewende auch einen sozialen Preis hat und sozial abgefedert werden muss. Und wir werden ja sicherlich gleich nochmal auf einzelne Maßnahmen der Bundesregierung kommen. Das, was da zurzeit auf dem Tisch liegt, reicht bei weitem nicht aus. Es blendet auch aus, dass nicht nur Grundsicherungsempfängerinnen oder Wohngeldempfängerinnen belastet sind, sondern es trifft, und da sind wir uns auch, wir haben da gerade letzte Tage noch eine Diskussion mit der Fraktionsspitze der linken Bundestagsfraktion zugehabt, es trifft breite Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerschichten, breite Bevölkerungsschichten mit unteren bis hin in mittlere Einkommen, weshalb es deutlich mehr auch Entlastungen braucht. Aus unserer Sicht ist die CO2-Bepreisung grundsätzlich schon ein richtiger Weg, weil sie auch Lenkungswirkung entfalten kann, wenn denn alle Bereiche auch ordnungsgemäß einbezogen werden. Ulrich Schneider hat schon was dazu gesagt, dass in der Tat der heutige CO2-Preis zu gering angesetzt ist, während der Energiesektor die CO2-Einsparziele der vergangenen Jahre eigentlich immer erreicht hat, haben sowohl Industrie, Gebäude, Landwirtschaft, Verkehr wenig dazu beigetragen, zum Teil zwischenzeitlich ihren CO2-Ausstoß auch noch erhöht. Da hat es bisher überhaupt keine Ansätze für eine Lenkungswirkung im wirklichen Sinne gegeben. Ich würde jetzt auch mal die Förderprämien für
für E-Autos auch nicht mit so einer Lenkungswirkung versehen, sondern da sind zum Teil auch mit der Gießkanne Dienstwagen gefördert worden, nochmal zusätzlich, die nicht gefördert werden hätten müssen. Da sind wir gleich wieder beim Thema Umverteilung. Und tatsächlich, wenn der CO2-Preis perspektivisch auch in den Größenordnungen, die Ulrich Schneider genannt hat, kommt, braucht es eine Entlastung. Und ich glaube, die muss tatsächlich auch in pauschalen Beträgen erfolgen, weil das bildet genau das ab, dass weniger oder Haushalte mit niedrigeren Einkommen einen geringeren CO2-Fußabdruck haben als Besserverdiener, reiche Haushalte, die sich mehr leisten. Und wenn es dann eben feste Beträge oder sogar noch gestaffelt für untere Einkommensgruppen höher als für reiche Haushalte, können Sie sogar über eine Kappung nachdenken, wenn das denn verfassungsrechtlich darstellbar ist. Das hätte einen echten Effekt, weil in der Tat die pauschale Summe dann eben auch verlässlich ist, kalkulierbar ist und neben anderen Maßnahmen, das ist ja nicht nur ein Instrument, was hilfreich ist an der Stelle, wir werden ja auch nochmal darüber zu sprechen, wer auch Modernisierungskosten trägt, das wäre auf jeden Fall ein Element, was sozial gerecht ausgestaltet werden kann und auch tatsächlich einen Umverteilungseffekt hat. Da sind wir ausdrücklich dafür. Letzter Punkt, den ich noch mal kurz zu den Eingangsworten von Rudolf Hickel sagen möchte. Wir werden auch in Zukunft auf der Seite der Einkommen, nicht nur durch gewerkschaftliche Tarifforderungen, die natürlich auch auf die aktuelle Inflationsrate, und ich glaube, sie wird noch länger hoch bleiben, nicht nur jetzt als Kriegsfolge, sondern grundsätzlich auf eine längere Zeit in lange nicht gekannten Dimensionen bleiben. Uns wird nicht nur durch unsere Gehaltsforderungen angetrieben, sondern wir werden gerade für die Transformation einen erheblichen Fachkräftebedarf haben. Im Maschinenbau, im Baugewerbe, in der Energiewirtschaft, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und wir haben schon jetzt an vielen Stellen einen Fachkräftemangel. Und dem wird man nur begegnen können, wenn Arbeitgeber irgendwann auch bereit sind, die Einkommensbedingungen zu verbessern. Ob wir das gewerkschaftlich, tariflich fordern oder ob man im Wettbewerb um diese Fachkräfte kommt. Also auf der Seite wird auf jeden Fall was passieren. Das Schöne dabei ist aber auch, es wirkt dann auch wieder steigernd für den Konsum und wird damit auch die Wirtschaft ankurbeln. Insofern nur diesen Aspekt wollte ich nochmal nennen. Es ist nicht alles nur durch den Klimawandel getrieben, was da auf uns zukommt, sondern wir haben durchaus neben der Digitalisierung auch noch eine demografische Entwicklung, die auch dazu beitragen wird. Vielen Dank. Dann würde ich gerne meinem Kollegen Uwe Witt das Wort geben, auch nochmal mit der Frage zum Thema Klimaabgabe, pauschale Umverteilung, ob das überzeugt für dich oder auch in der linken Bundestagsfraktion, denn dann gab es ja durchaus gewisse Skepsis oder Fragezeichen, ob man damit tatsächlich alle Härtefälle ausreichend erreicht. Ja, wir haben da viel Prügel gezogen im Wahlkampf, weil das Bild vermittelt wurde, ein wenig ein falsches Bild, dass die Linke grundsätzlich gegen CO2-Preise steht aufgrund der sozialen Auswirkungen. Dass hier also Soziales und Klimaschutz miteinander verrechnet wird in fairer Art und Weise. Dem war aber eigentlich nicht so, denn wir hatten eine sehr differenzierte Position, die steht, glaube ich, heute immer noch. Wir haben den Emissionshandel im Bereich Energiewirtschaft und Industrie unterstützt, weil hier mit vergleichsweise geringen CO2-Preisen schon ab 40 Euro relativ hohe Lenkungswirkung zum Abschalten und Herunterfahren beispielsweise der Kohlekraft erzielt werden können. Dem ist beim CO2-Preis im Bereich Wärme und Verkehr, der eingeführt wurde im letzten Jahr, dort ist es nicht so, sondern genau umgekehrt eigentlich. Man bräuchte für investitionslenkende Lenkungswirkung CO2-Preise bei um die 200 Euro, also weit über dem, was da bis 2025 angestrebt wird und auch längerfristig. Man hat also dadurch eine sehr hohe Umverteilungswirkung bei total, also bei, nach den gegenwärtigen Plänen zur vernachlässigenden Lenkungswirkung. Da gab es mal eine Anfrage, da wären irgendwie 2025 von Dietmar Bartschen Anfrage 3 Millionen Tonnen nur im Verkehrsbereich eingespart. Das ist praktisch nichts. Dafür kauft man sich aber ein schwieriges Amalgam
aus einer Szene von, die sich so, ich sag mal, grob umschrieben, Schwoblern, Klimawandelleugnern, Rechten und so weiter, die sich auf alle Härtefälle stürzen werden, und die werden wir haben. Denn die berühmten Berechnungen, nachdem sozusagen die unteren Einkommen unterm Strich alle positiv dort rausgehen, bei einer Rückzahlung über die Klimaprämie, die funktionieren alle eigentlich immer nur, wenn man Haushalte heranzieht, die zwei Personen mindestens haben. Wenn man nur eine Person ist, dann bricht die ganze Rechnung recht schnell zusammen. Weil man dann nämlich trotzdem das Haus bezahlen muss, die Heizung und so weiter und so fort. Also die berühmten Härtefälle auf dem Land, Fernpendler und so weiter. Ist es das wert, wenn die Lenkungswirkung sowieso fast null ist? Das war unsere Frage und deshalb haben wir uns hier dagegen ausgesprochen. Interessanterweise, die grüne Fraktion im Europaparlament hat sich hier der linken Position angeschlossen und kämpft vehement gegen das ETS2, also die Übernahme der Bereiche Wärme und Verkehr auch auf europäischer Ebene in den Emissionshandelssystem, auch weil zwischen den Staaten sozusagen die Rückverteilung unklar ist und ob es innerhalb dieser Staaten dann tatsächlich auch an die Bürger zurückgezahlt wird, kann also ein Widerstand gegen die gesamte Energiewende an sich erzeugen. Das waren unsere Überlegungen. Und deshalb denken wir, dass in diesem Bereich noch Ordnungsrecht, Förderpolitik und staatliche Infrastrukturmaßnahmen zielführender sind, auch schnell zur Wirkung kommen, und wir aber den Emissionshandel im Bereich Energie und Verkehr weiterhin unterstützen. Soweit kurz, ich war ja schon heute ausführlich dran. Danke. Vielen Dank. Ich gucke jetzt einmal zu Herrn Hickel, ob Sie zu dem Punkt noch gerne was sagen möchten. Ich würde aber auch gerne noch mal in die Runde die Möglichkeit geben, darauf zu antworten, weil das ja doch dann jetzt ein etwas unterschiedlicher Blick auf die Möglichkeiten der sozialen Rekompensation sind bei der Klimaabgabe, wobei wir natürlich von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen. Herr Schneider, Sie hatten es erwähnt, Sie haben das durchrechnen lassen für einen Preis von 50 Euro die Tonne. Wir können auch gerne noch mal im Chat das entsprechende Gutachten oder die Studie der Universität Speyer, die ja vor kurzem entschieden ist, posten. Genau, die haben auch nochmal gerechnet. Die haben das auch nochmal gerechnet. Genau. Ich denke, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Also es gibt die kommen sogar auf höhere Beträge noch, Entlastungsbeträge in Speyer. 130, das war mal das DIW im Auftrag des Umweltministeriums. Aber Ich denke mir, jeder Bürger, jede Bürgerin kann selber entscheiden und kann selber rechnen. Wenn sie weiß, sie kriegt 130 oder 150 oder 180 Euro im Jahr bei einer Bepreisung von X, hilft ihr das oder nicht? Und deswegen denke ich, spricht das auch für sich. Und die Einzelfälle bleiben auch schnell Einzelfälle. Das merkt jeder, wenn er mal selber nachrechnet, was er für Strom und Energie ausgibt. Ich hatte die gleiche Diskussion in der SPD-Fraktion auch geführt. Dann kam auch wirklich irgendeiner kommt immer mit einer Krankenschwester, die auf dem Land wohnt. Und zwar immer auch allein und immer in einem Haus, das sie von ihrer Mutter geerbt hat. Also wirklich, wenn wir so argumentieren, werden wir nie mehr irgendein Gesetz auf den Weg bringen. Weil also ich kann keine Politik machen, die mit Pauschalen arbeitet, wenn ich jedem Einzelfall ja gerecht werden will. Eine Pauschale hat immer auch Pauschalierungsverlierer. Das ist nun mal das Wesen einer Pauschale. Es ist die Kunst, dieses möglichst gering zu halten und dann auch möglichst wenig Angst vor der Bildzeitung zu haben. Sonst ist man, ja, sonst kann man Politik vergessen. Und ich will auch noch mal zu bedenken geben, hier, wenn ich erlebt habe, wie die Linksfraktion ja zum Teil reingebrettert ist. Als Baerbock sagte, 7 Cent mehr für einen Liter Sprit an der Zapfsäule. Also das waren ja schon wirklich fast Verunglimpfungen von Frau Baerbock, die ich da auf Twitter gelesen habe. Ich fand das absolut ungehörig, weil man eben unterschlagen hat, dass sie einen Ökobonus mitdenkt. Und das hielt ich für eine sehr populistische Herangehensweise. Da braucht man gar keine Bildzeitung mehr. Das übernimmt man ja schon selber. Vielleicht darf ich auch noch mal was sagen, die das Grundproblem ist dargestellt worden, uns allen bewusst, da sind wir uns alle einig. Erstens, die CO2-Abgabe ist zu niedrig, die ist ja jetzt programmiert bis ab 2026 mit 55 Euro. Es gibt viele Rechnungen, früher auch vor allem die Urrechnung hat ja alle William Nordhausen USA gemacht, die kam auf Raten von
$100, $150. Wir haben ein sehr, sehr gutes Umweltbundesamt hier in Deutschland. Die haben das auch gerechnet, haben die Volkswirtschaft kostenmethodisch ausgerechnet, haben gesagt, wenn jetzt sozusagen 200 Milliarden an Umweltbelastung, ist übrigens nur das, was man messen kann, wenn man das jetzt auf die Preise umrechnet, dann kommt man eben auf eine CO2-Abgabe von 100 oder 120. Wir wissen, es ist zu wenig. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es dennoch schmerzhaft, vor allem für die sozial Schwachen. Und deshalb ist, wenn man die Spur fahren will, und ich bin felsenfest überzeugt, aber immer mit dem klaren Argument, es muss ein Mixtum von Instrumenten sein. Natürlich muss die Infrastruktur erheblich verbessert werden. Natürlich muss der ÖPNV ausgebaut werden, damit man überhaupt umsteigen kann, damit die Voraussetzungen für Umsteigen geschaffen werden. Aber dieses Instrumentarium erstens ist sozusagen lenkt, und da ist ja in Deutschland viel passiert. Wenn man heute Umfragen sich anschaut, dann ist sozusagen das Umweltbewusstsein ist auch durch die Verteuerung besser geworden. Jemand, der ins Auto einsteigt, muss er wissen, wenn er auf Gashebel drückt, dann muss er einfach wissen, dass er sozusagen nicht nur seine privaten Kosten, sondern eben auch Umweltkosten erzeugt. Und das Zweite ist, und da ist die Diskussion auch rationaler geworden, das hat vor allem Ulrich Schneider nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir wissen heute, dass es gibt einen klaren Verwendungszweck, die sogenannte, jetzt würde man sagen, Steuerrecht würde man sagen, im Gegenteil, von Non-Affektation, Affektation. Klare Verwendung. Alles, was aus der CO2-Abgabe und aus den Zertifikaten eingenommen wird, alles wird zurückgegeben. Das ist ganz wichtig. Wenn man überlegt, ich meine, einige haben das schon wieder vergessen, als wir das erste Mal die Ökoabgabe eingeführt haben auf Benzin, der hat damals, ich kann die an die Jubelreden auch von Frau bei den Grünen, von Marie-Louise Beck-Oberndorf, die durchs Welt gerannt ist, und wir geben es an die Rentner zurück. Daraus kam übrigens der zynische Spruch, Rasen für die Rente. Sozusagen, je mehr ich rase, je mehr ich Umwelt belaste, je mehr ich dafür zahlen muss, umso besser können wir die Renten finanzieren. Da sind wir auch ein Stück weiter. Und jetzt ist der dritte Punkt, wo es strittig ist, da bin ich auch nicht sicher, deshalb finde ich solche Diskussionen ganz wichtig. Am Ende könnte es sein, dass man die Pauschalisierung, Pauschalen braucht. Sehr richtig, gibt Pauschalverlierer. Wir haben die Rechnungen, das System ist insgesamt, die Abgabe ist regressiv. Das heißt, sie belastet sozusagen auf der Einkommenslinie die Einkommensschwächeren vergleichsweise relativ mehr als die Einkommensspitze. Und die Regressivität nimmt man wieder raus, indem man eine Pauschale zurückgibt. Da ist vieles gesagt worden und auch Tolles gerechnet worden. Bin auch froh, dass der Paritätische Wohlfahrtsverband da sozusagen auch aktiv geworden ist, hat einfach auch rechnen lassen. Aber dass eventuell wir dazukommen, das ist ja jetzt die aktuelle Diskussion, dass wir nochmal spezifische Belastungen haben, die sozusagen gar nicht so sehr aus dem ökologischen, aber vieles an den Energiepreisen, das hat ja Christoph Schmitz völlig zu Recht gesagt, vieles an diesen eklatanten Energiepreisexplosionen hat ja gar nichts zu tun mit der Umweltpolitik. Und da muss man sowieso dann darauf ausrichten, sozusagen soziale Maßnahmen, die schon angesprochen worden sind. Und deshalb denke ich, wir brauchen zumindest in der längeren Phase, würde ich es mal formulieren, in der längeren Phase brauchen wir beides. Wir brauchen die Rückgabe per Pauschale und wir brauchen spezielle Maßnahmen und dort, wo die Lasten besonders groß sind, nämlich bei der Heizung, bei Strom, Energie, brauchen wir sozusagen nochmal zusätzlichen Sozialausgleich. Das können wir auch beides machen. Weil, ich sage nochmal, weil kein Mensch mehr methodisch auseinanderkriegt, wenn jetzt der Strompreis, also der Gaspreis jetzt so explodiert ist, wie er explodiert ist jetzt auch noch unter den Einflüssen des Krieges, dann kann man gar nicht mehr identifizieren, woher kommt das? Von Umweltpolitik, da kommt es ganz sicher nicht, sondern es kommt aus den speziellen Konstellationen, es sind sozusagen strategische Preise und darauf dann eben zusätzlich ausrichtet nochmal einen sozialen Ausgleich. Das wäre mein Vorschlag zur Güte. Das ist auch eine gute Überleitung. Herr Schneider, Sie wollten noch mal kurz, sonst würde ich gleich mal überleiten. Das war der Daumen hoch sozusagen, genau. Ja, nur Zustimmung. Ja, Zustimmung, sehr schön. Ich würde nämlich das als gutes Stichwort nehmen und überleiten, dass wir uns mal angucken, was die Ampel jetzt vorhat. Sie hat ja ein sogenanntes 10-Punkte-Paket beschlossen, wobei da auch Punkte drin sind, die wahrlich nicht neu sind. Der Mindestlohn ist da ja auch aufgeführt worden, wenn es jetzt um Fragen von Entlastung geht, aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Und das führt uns auch so ein bisschen in das Feld, wo wir jetzt eine Zuschrift haben. Peter Schubert hat nämlich geschrieben, zurückgeben nicht nur die CO2-Abgabe, sondern jetzt auch zumindest die höheren Steuereinnahmen, die aus den erhöhten Energiepreisen resultieren. Das müssten die Grünen jetzt zeigen, wie es geht und den Leuten helfen.
Das ist das Stichwort, sich mal genauer anzugucken, was jetzt in diesem 10-Punkte-Plan der Ampel eigentlich beschlossen worden ist. Ich will es nur noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Es gibt oder soll einen einmaligen Heizkostenzuschuss geben für die Empfänger von Wohngeld, für die Menschen, die BAföG bekommen beim Studieren und für Auszubildende. Für einen Ein-Personen-Haushalt beträgt dieser Zuschuss bei den Heizkosten 175 Euro. Es soll einen monatlichen Zuschuss geben für Kinder von 20 Euro, also eine sozusagen Kindersoforthilfe. Ich weiß jetzt gerade nicht genau den Titel, den die Ampel da gewählt hat. Und es soll einen 100 Euro Zuschuss geben für Bezieherinnen von Hartz IV. Es gibt weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Heraufsetzung des steuerlichen Grundfreibetrages und auch des Arbeitnehmerpauschbetrages. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal die einzelnen Maßnahmen nach und nach angucken und abschichten und mal hier zusammentragen, was Sie davon eigentlich halten. Sie haben sich ja teilweise auch alle schon sehr lautstark dazu zu Wort gemeldet und mit teils heftiger Kritik. Wir haben natürlich auch die Pendlerpauschale, über die wir sprechen müssen, unter ökologischen, aber vor allem natürlich auch unter umverteilungspolitischen Schlagworten, und ich schlage vor, dass wir mal einsteigen mit dem Blick auf die einmaligen Soforthilfen, die es jetzt laut der Ampel geben soll, und dass wir die mal kontrastieren mit dem, was eigentlich die Vorschläge und Forderungen aus Ihren Reihen sind. Ich gucke in die Runde, wer möchte anfangen? Herr Schmitz? Ja, ich habe ja gerade schon ein kleines Stichwort dazu gesagt, dass ich finde tatsächlich, dass im Ansatz ist sozusagen nur auf Hilfeempfänger zu beschränken, aus unserer Sicht zu kurz greift. Die Preissteigerungen gerade im Energiebereich treffen breite Bevölkerungsschichten, auch breite Teile der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerschaft. Deshalb haben wir darüber hinausgehend uns stark gemacht dafür, zum einen nicht nur, wie die Linksfraktion das ja sagt, die Mehrwertsteuer für Energie befristet abzusenken, also vom vollen auf den unteren Mehrwertsteuersatz, sondern wir haben uns dafür ausgesprochen, sie befristet auszusetzen, komplett. Wir wollen auch für alle Bevölkerungskreise einen Kinderbonus von 200 Euro je Kind. Und wir schlagen vor, dass es eine Einmalzahlung auch für Grundsicherungsempfänger von 200 Euro gibt. Wir haben also ausgerechnet, dass ein Vier-Personen-Haushalt zurzeit etwa mit 800 Euro Mehrkosten im Jahr konfrontiert wird. Und die Maßnahmen, die wir in Verdi vorschlagen, kämen dahin, dass ein Arbeitnehmerhaushalt mit zwei Kindern, also ein vierköpfiger Haushalt, etwa 850 Euro Entlastung bekommen würde. Eine Rentnerin in der Grundsicherung in dieser Kombination, sie würde ja von der Mehrwertsteuersenkung und dann von dem 200-Euro-Zuschlag profitieren, um 400 Euro entlastet würden. Bei einem Hartz-IV-Empfänger-Haushalt mit zwei Kindern auch um etwa 800 Euro. Das alles sozusagen als isolierte Maßnahmen, und da lasse ich jetzt nochmal weg, dass wir grundsätzlich natürlich eine Anhebung der Arbeitslosengeld II und der Grundsicherungssätze bräuchten, unabhängig von den Energiepreisen. Aber das werde ich jetzt mal ersparen. Aber das wäre sozusagen in Kurzform das, was als Soforthilfemaßnahme notwendig wäre aus unserer Sicht und eine tatsächlich echte Entlastung bringen würde. Also ich würde vielleicht an einen Punkt nochmal einsteigen. Irgendjemand, der Zuschauer oder Zuhörerin, die haben darauf hingewiesen, auf das Problem der Steuereinnahmen aus den steigenden Energiepreisen. Das ist erstmal ein eklatanter Widerspruch, dass im Grunde genommen der Staat, obwohl er wirklich nicht, da soll man jetzt auch nicht absichtsvoll was unterstellen, aber der Staat natürlich über die Steuereinnahmen wahnsinnig profitiert, über etwa steigende Strompreise und Gaspreise. Und da müsste man mal schauen, wie man das einigermaßen hinkriegt. Ich sage jetzt auch, ich könnte mir das einfach machen und sagen, die Steuern müssen alle abgeschafft werden, damit die Preise runtergehen. Bin ich erstrickt dagegen, und zwar aus zwei Gründen, weil die Preistreiberei kommt ja nicht von den Steuern, da wird der Preis trotzdem von außen nicht stark, er wird weiter steigen. Und das Zweite ist, die Steuereinnahmen entfallen ja. Was macht man eigentlich dann? Dann besteht nämlich die Gefahr, dass man zu Steuermodellen, zu Steuererhöhungen kommt, die am Ende wieder die Kolleginnen und Kollegen insgesamt belasten. Aber das muss man
Debatten. Wir haben ja eine Lösung in der Zwischenzeit. Für die habe ich mich selber, auch wir in der Memo-Gruppe, haben uns da schon vor einem Jahr dafür eingesetzt, dass die Finanzierung der erneuerbaren Energien über die Abgabe, die jetzt noch 3,7 Cent sind, dass die abgeschafft werden. Das finde ich richtig. Aber was passiert? Muss man aufpassen. Das ist nämlich alles Effekthascherei, zu sagen, wir machen den Strompreis billiger, indem man die Abgabe weg für erneuerbare Energie abschaffen. Entscheidend ist, dass die erneuerbaren Energie weiterhin finanziert werden, weiterhin subventioniert werden. Da muss man gleichzeitig auch dazu sagen, wenn man das, ich finde es eine gute Forderung, habe es auch bei vielen Gewerkschaften gelesen, aber da müssen wir auch mal gleichzeitig dazu sagen, wie wir die Aufgabe selber, die nicht abgeschafft werden, finanzieren sollen. Und in einem zweiten Punkt möchte ich jetzt ein bisschen provokant argumentieren. Sozusagen, ich argumentiere theoretisch im Duktus ganz anders als jetzt tue. Es geht um die Pendlerpauschale. Bei der Pendlerpauschale, da ist jetzt die Maßnahme getroffen worden, begrenzt sozusagen ab 21 Kilometer erhöht worden. Und glaube ich, dass in die Richtung am Anfang gar nichts anderes geht. Weil ich finde es ein Zynismus. Ich komme hier aus Bremen. Bremen hat eine unglaublich hohe Pendlerquote, ist vor allem eine Einpendlerquote. Die Kolleginnen und Kollegen, die bei Daimler arbeiten hier, die kommen sozusagen zu 70% aus dem Umland und die brauchen das Auto. Solange vor allem die Sprechblase ist, eine Sprechblase bleibt, dass der ÖPNV nicht ausreicht. Und da müssen wir, glaube ich, ehrlicherweise eine Überbrückungsstrategie formulieren. Ganz unmittelbar muss zum Beispiel, jetzt bringe ich leider, weil ich es im Auge habe, eine Krankenschwester, die in Lilienthal wohnt. Die gibt es immer. Tut mir leid, aber das ist wahrscheinlich immer die gleiche. Aber ich gucke bei Pendler, gucke mir genau an. Wir haben ja sozusagen durch die Zersiedlungspolitik unglaublich viele Einkommensschwache aus der Beschäftigten, haben wir sozusagen sind im Umland. Und ich fasse es so zusammen oder versuche vielleicht ein bisschen zu provozieren. In der Übergangsregelung muss einfach diese Pendlerpauschale erhöht werden, am besten aber ganz sicherlich sozial differenziert. Und längerfristig stehe ich ganz hinter dem Vorschlag des DGBs, nämlich völlig neue Mobilitätsentfernungsabgabe, die wir jetzt nicht diskutieren können. Aber da ist das Problem, weil die aktuelle Not so groß ist und so eine Belastung darstellt, dass man da auch mal Hebel anwenden muss, der systematisch nicht unbedingt auf Dauer anerkannt wird. Aber Rudolf, uns ist doch klar, wenn wir jetzt was in der Pendlerpauschale ändern, dann wird der Effekt, und die kriegt den Effekt im Sommer 2023 mit, wenn sie Steuererklärung gemacht hat und wenn sie dann ihr Geld zurückkriegt. Das Gleiche gilt doch für die Arbeitnehmerpauschale und anderes. Da wurden doch Dinge als Soforthilfen verkauft, die können gar keine Soforthilfen sein, weil sie erst im Sommer 2023 überhaupt wirksam werden. Sprich, diese Krankenschwester, die jetzt von Süddeutschland nach Bremen gezogen ist, die wird davon nichts haben, die muss jetzt irgendwie trotzdem ihren Sprit zahlen. Also okay. Sofortmaßnahme ist, man kann systematisch drüber sprechen, müssen wir Pendler entlasten, dann wäre ich aber auch dafür, ja, der Paritätische, dass wir die Pendlerpauschale in ein Pendlergeld umwandeln, sodass hier sozusagen die kleineren Einkommen auch was davon haben, aber da sind wir einer Ansicht. Aber grundsätzlich nochmal zur Mehrwertsteuer. Also erstmal eines vorweg, in der Sprache wundert mich einiges, gerade von Linken. Plötzlich heißt es immer, der Staat profitiert, also von Steuereinnahmen. Also das ist schon für Linke ein ungewöhnlicher Sprachgebrauch. Und ich habe es noch doller erlebt in diversen Äußerungen auch der Fraktionsspitze der Linken, der Staat würde abzocken mit der Mehrwertsteuer. Also wenn wir so jetzt über Steuern künftig sprechen, Dann können wir uns wirklich Arm in Arm unterhaken mit dem Bund der Steuerzahler und Herr Christian Lindner und können sagen, Steuern sind per se schlechter, zocken Staat ab. Und also wir sollten wirklich aufpassen, wir müssen schon ein bisschen differenzierter rangehen in der Sprache. Also wie gesagt, Profit ist ja noch gerade hinzunehmen, aber abzocken fand ich dann schon ein bisschen zu hart, weil man hier einfach, glaube ich, auch, ja, Gefühle bedient. Es gibt ja Menschen, die haben eine gefühlte Steuerbelastung von 80% oder so. Und da muss man sicherlich aufpassen. Aber jetzt zur Mehrwertsteuer nochmal. Wir, kann ich kurz darlegen, als Paritäter sind wir auch BUND und andere völlig dagegen. Weil es
uns für uns zu zielungenau ist und unheimlich teuer. Wir wissen, was die letzte Mehrwertsteuerabsenkung gekostet hat, rund 20 Milliarden. Und wir wissen auch, was der Effekt ist. Ich will nur darauf hinweisen, im Bereich Kraftstoffe wurden diese 2% nur zu 60% an den Kunden weitergegeben. Der Rest waren Sonderprofite für die Mineralölwirtschaft. Und auch jetzt bei einer Mehrwertsteuerabsenkung ist auch nicht gesagt, dass eine Absenkung oder Abschaffung auf Energie, dass die es auch weitergegeben würde. Ich weiß auch nicht, wie das kontrolliert werden sollte. Auch jetzt bei der EEG-Umlage, wenn gesagt wird, wir haben ein Gesetz in Mache, das soll die Energielieferanten dazu verpflichten, die Einsparung durch die Abschaffung der EEG-Umlage auch an den Kunden weiterzugeben. Ich habe bei aller Fantasie, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Man kann einmal sicherlich kontrollieren, dass dann so ein Satz von 3,7 Cent weitergegeben wird. Zwei Monate später, wenn die Erhöhung kommt, oder wie bei der letzten Mehrwertsteuerabsenkung, wo die Erhöhung schon vorher kam im Lebensmittelbereich, die haben vorher schon den Puffer sich geschaffen, um dann absenken zu können. Das kann ich alles nicht mehr wirklich justiziabel fassen. Und ich kann es auch nicht mehr kontrollieren. Also von daher ist mir unklar, wie man darauf setzen kann, dass eine Mehrwertsteuer Rückführung überhaupt weitergegeben wird an den Kunden zuverlässig. Also das klappt in der Regel, wenn dann nur in Teilen und wird dadurch sehr, sehr teuer. Wir haben in Deutschland in 2021, will ich auch darauf hinweisen, eine der höchsten Sparquoten gehabt seit langem mit 15%. Das heißt, wir haben da kann ich an dem auch ansetzen, was Christoph Schmidt sagte, wir haben einen unteren Einkommensbereich, da ist nichts zu sparen. Beim oberen Einkommensbereich mit ihren 15% führt eine Erhöhung der Inflation lediglich zu einer Abnahme der Inflationsrate, der Sparquote, mehr nicht. Das heißt, man muss da, glaube ich, schon sehr genau hinschauen, wie man die wenigen Mittel, die man hat immer wenig Mittel, ja, wie man die wirklich zielgenau einsetzt. Deswegen haben wir gesagt, nicht mit der Gießkanne, keine Mehrwertsteuerabsenkung. Das einzig sichere bei einer Mehrwertsteuerabsenkung ist die Erhöhung, wenn es dann wieder kommt, die Mehrwertsteuer, die Preiserhöhung. Und wir wissen nicht, was langfristig auf uns zukommt. Und wir hätten nur einen Schuss, wenn wir dieses tun. Und deswegen sagen wir, zielgenau rangehen. Wir halten die Entlastung übers Wohngeld im Prinzip für vernünftig. Nur, und jetzt auch die Frage, wie erreichen wir mehr Menschen? Die Krux liegt darin, dass das Wohngeld so mickrig bemessen ist. Wir erreichen ja mit unserem Wohngeld gerade mal 618.000 Haushalte. Wir haben 7 Millionen arme Haushalte in Deutschland. Und 618.000 erreichen wir mit dem Wohngeld. Das heißt, das Problem liegt eigentlich nicht jetzt an der Maßnahme schlechthin, sondern dass die Grenzen beim Wohngeld, wer ist überhaupt wohngeldberechtigt, viel zu eng gezogen sind. Genauso wie die Grenzen beim BAföG viel zu eng gezogen sind. Deswegen sagen wir, das ist der richtige Weg, man kann so agieren. Wir gehen sogar noch weiter und sagen, die Warmmiete muss künftig beim Wohngeld zur Grundlage gemacht werden, nicht mehr die Kaltmiete. Aber wir müssen dann auch die Grenzen deutlich aufziehen, sodass wirklich mindestens doppelt so viele Menschen Wohngeld erreichen. Und dann kommen wir auch langsam in Einkommensschichten rein, die auch Entlastung brauchen, die Christoph Schmitz ansprach. Und das Problem liegt wirklich in der Berechnung des Wohngeldes. Was die 100 Euro bei Hartz IV anbelangt als einmalige Maßnahme, ist ein schlechter Witz, mehr nicht. Da stimme ich absolut zu. Ich würde gerne noch ganz kurz auch zur Pendlerpauschale was sagen und noch mal einmal auf Ulrich Schneider wegen der Mehrwertsteuer entgegnen. Wir führen diese Diskussion ja auf diese Art und Weise unter uns jetzt gerade, weil wir konfrontiert waren und konfrontiert sind mit Bundesregierungen, die sich vehement, und der amtierende Finanzminister ist ein beredtes Beispiel dafür, gegen eine gerechte Steuerpolitik wehren und nicht bereit sind, die einzuführen. Weil es ist völlig klar aus unserer Perspektive, wenn starke Schultern mehr tragen können, dann müssten sie das auch tun. Und wir haben ja auch im DGB ein umfassendes Steuerkonzept vorgestellt, das genau so einen sozialen Ausgleich auch vorsieht. Ich glaube, da müssen wir uns in dieser Runde nicht lange drüber streiten.
Und grundsätzlich haben wir uns in Verdi auch schwer getan, damit diese Frage der Mehrwertsteuersenkung für Energie zu diskutieren, weil wir grundsätzlich sagen, das, was an Investitionsbedarfen kommt, wird nicht alles privat, es muss teilprivat mobilisiert werden können, aber wir brauchen auch öffentliche Investitionen in die Transformation, in die Energie- und Klimawende, aber natürlich auch in Bildung, in Gesundheit und soziale Sicherung. Das heißt, wir haben ja eine Investitionskonkurrenz an vielen Stellen und dafür reichen öffentliche Mittel schon heute nicht aus. Trotzdem finde ich, wir reden über eine Soforthilfe. Insofern bin ich auch bei der Pendlerpauschale höchst kritisch. Erstens, weil sie erst nachlaufend dann ihre Wirkung entfaltet und nicht unmittelbar hilft. Zweitens, weil auch bestimmte Arbeitnehmerinnengruppen und vor allen Dingen auch Menschen mit niedrigen Einkommen überhaupt gar nicht so viel Steuern zahlen müssen, dass sie eine echte Ersparnis davon hätten. Die gehen im Prinzip leer aus. Und da bin ich nicht nur bei der Krankenschwester im Einfamilienhaus auf dem Land, sondern da gibt es durchaus nennenswerte Gruppen. Und wir erleben gerade eine Diskussion über die Frage, was ist denn mit denen, die bei Billigstromanbietern und Billiggasanbietern jetzt rausgeflogen sind und plötzlich in die Grundversorgung mussten. Da gibt es eine Aufmerksamkeit von Verbraucherzentralen, inzwischen auch von Gerichten, was die Preisbildung für die neuen Grundversorgungskundinnen und Kunden angeht. Ich glaube tatsächlich, die Bundesnetzagentur hat an vielen Stellen ein sehr aufmerksames Regime, da zu kontrollieren und festzuschreiben, wie die Mehrwertsteuersenkung oder Aussetzung für eine befristete Zeit auch umgesetzt wird. Und das nachzuhalten, das ist eine staatliche Aufgabe. Dafür gibt es Regulierung, die gibt es im Energiemarkt bei aller Liberalisierung der Märkte, gerade bei der Preisbildung, nicht nur bei den Netzentgelten, sondern auch an anderer Stelle. Insofern, da hätte ich gerne eine Bundesregierung, die dann auch die Vorkehrung trifft, ihre Regulierungsbehörde dann auch entsprechend zu ermächtigen, das auch umzusetzen. Insofern bleiben wir dabei, neben Sofortzahlungen, also Kinderbonus und eine Einmalzahlung für Grundsicherungsempfängerinnen, Grundsicherungsempfänger, wäre das aus unserer Sicht ein sofort wirksames Instrument, das gerade bei Energiekosten entlasten könnte. Darf ich noch zwei Anmerkungen machen? Erstens nochmal zu dem Problem Pendlerpauschale. Das ist jetzt sehr zugespitzt worden, Arbeitnehmerpauschale, Pendlerpauschale, dass es erst im Sommer nächsten Jahres wirksam wird. Also das ist erstmal formal richtig. So laufen halt die Lohnsteuerzahlungen, Lohnsteuerauszahlungen. Aber ich bitte, da kann man doch eine Regelung finden, dass man sozusagen, wenn man diskutiert, Steuergutschein, sowas, dass man sozusagen eine Vorabbedienung machen kann. Das ist technisch machbar und möglich. Deshalb würde ich dieses Instrument mit dem richtigen Einwand derzeit, wie es organisiert wird, dass viel zu spät wirksam wird. Das ist ganz richtig. Ich bin nochmal, ich argumentiere ja ein bisschen mit der ganzen Frage, wie werden die Kosten verteilt, beziehungsweise die Belastungen. Es gibt ja in der ganzen Debatte die Preis-Lohn-Spirale-Debatte, die jetzt ganz groß kommt. Die kommt vor allem von konservativen Ökonomen. Und wir müssen viele Maßnahmen, da würde ich gerne den Kollegen Schmitz fragen, ob er das teilt. Viele Maßnahmen, die wir da machen im Sinne des Sozialausgleichs, sind auch eine notwendige Entlastung des Tarifvertragssystems. Weil das Tarifvertragssystem, das ist ein ganz wichtiger Appell, darf am Ende nicht der Lückenbüßer für alles, was an Belastung zustande kommt, was einem im Tarifvertragssystem im Sinne mit guter Arbeit, guter Entlohnung nichts zu tun hat, über den Haufen geworfen werden. Deshalb plädiere ich nochmal ganz stark, das ist ein Beitrag auch zur Funktionsfähigkeit des Tarifvertragssystems. Und da kommt im Tarifvertragssystem keiner auf die Idee und sagt, wir brauchen jetzt für spezielle Preise einen Inflationsausgleich. Und das Zweite ist, das ist jetzt mehrfach angesprochen worden, auch in der sagen wir jetzt Kontroverse mit Ulrich Schneider und zwischen Schmitz, was sozusagen vornehm innerhalb der Linken ja gar nicht mehr diskutiert wird. Das ist so schön jetzt am Beispiel der Mehrwertsteuer. Wir haben in der Zwischenzeit Überwälzungsprobleme. Alles, vieles, was da richtig ist und gemacht werden soll, scheitert an den Preis- und Profitstrategien der Unternehmer nicht. Wir haben eine hohe Konzentration und deshalb stochern wir oft im Nebel bei der Frage, wie kann man es wirksam machen? Und man muss das einfach nochmal dazu sagen, ich habe jetzt keine Instrumente, aber man muss dazu sagen, dass es eben auch darauf ankommt, die sozusagen die Entlastungen auch weiterzugeben an die Verbraucher. Das ist ein Eingriff sozusagen in die Preisgestaltungsstrategie, die von Unternehmen eben da sehr willkürlich missbraucht wird. Das Ganze. Und da kommt eine Debatte, die haben wir jetzt alle noch nicht geführt im Energiebereich, die jetzt die Kollegin aus Massachusetts in die Debatte gebracht hat, dafür von dem Krugman so geprügelt worden ist.
Ja, haben wir schon mal früher, auch ich, haben wir schon mal auch über temporäre Preiskontrollen geredet. Ist da nicht sozusagen, muss das System nicht, aber das hat ja die Werner, die Isabel Werner vorgetragen, eine tolle Kollegin vorgetragen und ist dann von richtig auch teilweise Frauen diskriminierend von Krugman fertig gemacht werden. Krugman hat wenig die Größe gehabt, sich dafür zu entschuldigen. Aber es ist ja geradezu, und gestern in der FAZ, FAS steht ein Artikel, alles darf kommen, bloß keine Preiskontrolle. Also das können wir heute Abend nicht lösen, aber ich gebe es mal als Input mit rein in unsere Debatte. Ist es eigentlich sinnvoll, mal zeitlich befristet auch für bestimmte strategische Preise sowas wie eine Preiskontrolle zu machen, damit man den Monopolen, die da ja überall dahinter sitzen in der Energiewirtschaft, ein Business-Handwerk legt? Aber das ist ein Input, den wir nicht ausdiskutieren können. Ja, aber okay, das ist außerordentlich wichtig. Ja, und setzt ja auch an dem, was Christoph Schmidt sagte. Ja. Ich würde ganz kurz jetzt mal gerne meinen Kollegen Uwe Witt dran nehmen, der, glaube ich, schon auf heißen Kohlen sitzt und zu ein paar Punkten hier gerne was sagen möchte. Ich bin gespannt, wie sehr er sich aufspalten muss zwischen seiner eigenen Meinung und ja, der Darstellung der Bundestagsfraktion. Uwe, du hast ja das Wort. Also zunächst erst mal die Äußerung zur Klimaprämie und zur Abzocke, die Ulf Schneider dort kritisiert hat, die war natürlich auch innerhalb der Linken nicht unumstritten. Es hat viele geärgert und wie es das im Rahmen des Parteiverstandes auch der Stiftung nicht der Sprech ist, den wir dort nutzen. Solche Rhetorik nutzt er denn auch der anderen Seite, sind wir vollkommen gleich. Zur Preiskontrolle, sowas gibt es. Und zwar in den Forderungen der Linken seit Jahren fordern wir im Endkundenbereich eine Preisaufsicht. Bei den Großhandelsmärkten funktioniert die Preisaufsicht inzwischen relativ gut. Was nicht funktioniert, ist praktisch beim Endkundenmarkt, wenn Senkung der EEG-Umlage beispielsweise weitergegeben werden sollen und mit jeder Selbstverständlichkeit an anderen Preiserhöhungen sozusagen beim Endkunden landen, aber nicht die Absenkung, wenn die EEG-Umlage sinkt beispielsweise. Wir waren ja ursprünglich bei den Einmalzahlungen. Da sieht die linke Bundestagsfraktion, wie auch der Parteivorstand, 200 Euro für alle Menschen unter der Armutsrisikoschwelle vor. Das ist eigentlich an Einmalzahlung alles, wenn man davon absieht, dass die Bundestagsfraktion auch die Absenkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7% favorisiert für mindestens 6 Monate. Dort ist alle Produkte. Für alle? Für alle, ja, für eigentlich alle Energieerzeugnisse, also Benzin, okay. Strom und alle. Diese Position teilt der Parteivorstand definitiv nicht. Ansonsten ist in den 11 Punkten, ich will die jetzt nicht alle in Einzelnen durchgehen, fast Übereinstimmung innerhalb der linken Familie dort, Parteivorstand, Bundestagsfraktion. Aber in dieser Frage gibt es eben die unterschiedliche Auffassung. Und zwar ziemlich genau mit den Argumenten, die Ulrich Schneider hier ausführlich erläutert hat. Deshalb braucht die nicht nochmal darlegen. Bei der Pendlerpauschale fordern wir auch die Umwandlung in ein Mobilitätsgeld. Und ich weiß nicht, ob wir noch zum Wohnen kommen, weil jetzt sozusagen alle alles losgelassen haben. Auf kurze der Zeit würde ich noch eine Sache vielleicht nochmal voranstellen. Der CO2-Preis im Wärmebereich muss natürlich von den Vermieterinnen und Vermietern übernommen werden und nicht von den Mieterinnen und Mietern, weil die haben überhaupt keine Chance, auf den energetischen Zustand der Gebäude Einfluss zu nehmen. Aber ich glaube, da sind wir uns hier auch alle einig, ob das Stufenmodell, was dort die Bundesregierung vorsieht, dort Abhilfe schaffen kann. Ich denke, das wird eher die Rechtsanwälte beschäftigen, als den Mieterinnen und Mietern tatsächlich helfen. Soweit erstmal. Danke. Ja, vielen Dank. Wir haben auch im Chat nochmal den ein oder anderen Hinweis gepostet, unter anderem auch auf den Parteivorstandsbeschluss der Linken zu den Energiepreisen. Ich würde tatsächlich gerne nochmal auf den Bereich Wohnen ein bisschen genauer gucken. Da sind ja jetzt schon ein paar Stichworte gefallen, nämlich die Frage, wie muss man eigentlich zu einer sozialen Rekompensation kommen, was die CO2-Preise für das Heizen angeht, steigende Heizkosten auch insgesamt über die CO2-Bepreisung hinaus. Und wie umgehen mit dem Problem, dass wir ja die Erfahrung machen, immer und immer wieder, dass auch energetische Gebäudesanierungen sehr strategisch und bewusst eingesetzt werden von großen
Wohnkonzernen, um Leuten die Miete zu erhöhen, und zwar deutlich höher als das, was sie rausbekommen an den Energieeinsparungen. Das heißt, was ist da gefragt? Auch nochmal an ganz anderen Instrumenten. Wir haben von der Stiftung vor kurzem nochmal eine Studie veröffentlicht, ganz frisch, zu der Frage der Einführung eines bundesweiten Mietendeckels. Wir haben auch ein sehr schönes Online-Tool, das posten wir sicher auch mal im Chat, wo man mal durchrechnen kann, was für Ersparnisse solch ein bundesweiter Mietendeckel in den Städten bringen würde. Und von daher würde ich gerne auf diesen Bereich Wohnen noch mal ein bisschen genauer gucken. Da steht natürlich auch mit Berlin ganz vorne die Frage von der Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen in der Debatte. Also dazu würde ich gerne noch mal eine Runde machen. Und wer möchte von Ihnen loslegen? Niemand so richtig. Aha, aha, okay, gut, dann bestimme ich jetzt einfach Herr Schneider. Kommen wir mal. Ja, was CO2-Bepreisung und Mietkosten anbelangt, müssen wir uns die verschiedenen Gruppen anschauen. Wir haben ja auf der einen Seite haben wir die Menschen in der Grundsicherung. Wir haben auf der anderen Seite die Wohngeldbezieher, von denen ich schon sagte, es sind viel, viel, viel zu wenig. Und dann haben wir diejenigen, die eben keinerlei staatliche Transfers da erhalten. Bei den Grundsicherungsbeziehern haben wir eine sehr klare Auffassung, durchaus auch im Unterschied, jetzt nicht mehr so stark, aber in der Vergangenheit zu manchen, die den Klimagedanken stark zurecht im Auge hatten. Wir sagen, die gesamten Warmkosten einer Miete inklusive Haushaltsstrom müssen übernommen werden. Über Hartz IV keine Pauschalen, sondern dann, wenn, so wie das früher im Sozialfall auch war, wenn ein Verbrauch darauf schließen lässt, dass hier sehr unwirtschaftliches Verhalten vorliegt, da muss man dem nachgehen. Da, wo man so einen Verdacht nicht hat, lässt man es laufen, übernimmt die Kosten, Punkt. Denn alles andere macht keinen Sinn. Wir haben beim Strom haben wir gerade im Moment im Regelsatz 35 Euro im Monat beim Single-Haushalt. Und tatsächlich wissen wir, liegt der Durchschnittsverbrauch jetzt schon bei 50 Euro beim Single. Und das heißt, so wie die Hartz-IV-Regelungen gestrickt sind, wird man das auch nie einfangen können. Aber selbst das Bundesverfassungsgericht hat das ja 2010 schon kritisch bemerkt, dass man in diesem Falle was tun muss. Wir haben ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben, ob das zur Erkenntnis gelangt ist, dass so wie die Berechnungen sind und wie die permanente Unterdeckung strukturell ist, diese Regelsätze auch nicht mehr verfassungskonform sind. Deswegen sagen wir, volle Kostenübernahme, und dann ist das Problem für den Kreis gelöst. Bei den Wohngeldbeziehern, das sind ja vor allen Dingen Menschen, die immer noch unter der Armutsgrenze ja meist sind, sonst bekommen wir auch kein Wohngeld. Da haben wir, habe ich vorhin schon genannt, die Idee, und dafür werben wir auch schon lange, dass endlich die Warmmiete zur Grundlage gemacht werden muss, der Berechnung, und nicht die Kaltmiete. Wir hatten schon mal eine sogenannte Energiekomponente drin. Das war 2008, 2009, und das wurde dann aus Kostengründen wieder einkassiert 2010. Aber das geht, das hat sich gezeigt. Und dann natürlich eine entsprechende Erweiterung der Wohngeldgrenzen. Das ist das, was uns vorschwebt. Was jetzt angeht, die Frage der CO2-Bepreisung bei Energie im Haushalt für Heizen, da sind wir, es wurde auch hier schon genannt, auch der Überzeugung, das muss lässt sich der Vermieter tragen, weil nur er es in der Hand hat, wie dort geheizt wird. Darauf hat der Mieter überhaupt keinen Einfluss. Wir wissen aber auch, dass viele dadurch völlig überlastet sein könnten. Also nicht alle privaten Vermieter schwimmen in Geld. Und deswegen muss sowas auch einhergehen mit entsprechenden Förderprogrammen, wo man die Menschen, auch die Vermieter, auch letztlich in die Lage versetzt, solchen Investitionen nachzugehen. In der Vergangenheit hatten wir das Phänomen, es gab ja die Förderprogramme und gibt sie. Sie werden überhaupt nicht in Anspruch genommen oder wurden nicht in Anspruch genommen, weil für den Vermieter kein Anlass da war. Der Mieter hat es ja sowieso bezahlt. Und das muss aufgeknackt werden. So, was dann letztlich nach einer Sanierung passiert, wie viel soll weitergegeben werden, haben wir auch eine ganz klare Regelung. Vorschlag als Parität, die zusätzliche Belastung des Mieters darf nur in Höhe der eingesparten
Energiekosten passieren, nicht weiter. Der Rest der Kosten schlägt sich ja in einer nicht unerheblichen Wertsteigerung der Immobilie wieder. Das darf man nicht übersehen. Und die bleibt ja nach wie vor im Eigentum des Vermieters. Das sind unsere Bausteine, die wir da haben als Parität. Naja, vielleicht so nochmal, ich finde es sehr angenehm, habe ich jetzt gerne zugehört. Es geht eigentlich, wenn man es verallgemeinert, es geht um Grunde die Kombination von Subjektförderung und Objektförderung. Subjektförderung sind die Menschen, die betroffen sind, und da waren wir uns ja einig, dass die sozusagen einbezogen werden in den Klimabonus bzw. den Ausgleich, soweit sie Energie, in dem Fall etwa Heizung, nutzen. Und Objektförderung ist das, was sozusagen die Infrastruktur, die Voraussetzung dessen, dass man eine Wohnung überhaupt erst heizen kann. Extern ist es das Gebäude, intern sind es die Heizungsanlagen, und dass man darauf die Förderung konzentriert. Was auch rauskommt, ist ja das Stichwort, doch ganz wichtig, das Stichwort von Frau Wölbel gefallen, nämlich mit der Vergesellschaftung. Wenn ich das sehe, die Details, die da zu regeln sind, kommt es, glaube ich, in den nächsten Jahren viel mehr darauf an, ein System zu bauen, das kontrolliert wird. Da ist gar nicht sozusagen der große Deckel der Vergesellschaftung, löst das nicht, sondern das ist sozusagen, muss erheblich mehr auch kontrolliert werden, dass da im Grunde kommt kein Schmuh und dass da nicht Kosten abgewälzt werden auf die, die schutzlos sind. Das ist für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und nochmal zu dem Bundesmietdeckel, die Idee habe ich auch schon gehört, aber ich bin sehr dankbar, dass Sie jetzt die Studie nochmal hier zitiert haben. Das werde ich mir nochmal genau anschauen, aber jetzt mal in der ersten vorläufigen Einschätzung. Das ist natürlich eine sehr gute Idee, mit der man sozusagen dann mal überhaupt die ganze, wenn man so will, die ganze territoriale Gegebenheiten untersucht und regulieren kann. Finde ich eine gute Idee. Ja, Schmitz. Also da kommt gerade, Entschuldigung, ja zur Vergesellschaftung. Also, da kommt gerade eine Meldung von Tech Host, da sage ich nochmal dazu, ist immer gut, aber die Debatte führen wir heute wirklich nicht. Also sozusagen, wir machen was anderes. Wir machen es uns gewisserweise, tut mir leid, wenn ich das so sage, es klingt doof, aber ich sage es trotzdem, wir machen in gewisser Weise, wir gehen von der Mikrostruktur aus, wir gehen aus von dem, was sich bei den Menschen bewegt und wie man da jetzt unmittelbar mit umgehen kann, weil wir hic et nunc diese Ungerechtigkeiten haben, vor allem durch die Energiepreisentwicklung. Und das Problem ist zurzeit mit der Forderung der Vergesellschaftung nicht zu lösen. Die kann man immer am Ende auch richtige Debatte sein und so, aber wir haben uns heute eigentlich die Mühe gegeben, sozusagen nicht den Saal zu verlassen oder in dem Fall vom Bildschirm zu verschwinden, nach dem Motto, boah, das Einzige, was uns hilft, die Vergesellschaftung. So, was wir machen, ist zu zeigen, wie kann man heute eine soziale, und zwar eine zutiefst, da geht es ja um zutiefste soziale Gerechtigkeit. Das ist ja eine unglaubliche, wir haben ja, wenn so will, die soziale Frage ist durch den ökologischen Umbau und die Energiewahl völlig neu gestellt. Und darauf versuchen wir eine Antwort. Ja, wir können ganz sicher hier vieles gar nicht weiter vertiefen. Das sind auch Hinweise hier im Chat, unsere Literaturhinweise nochmal für weitere Lektüre. Von daher ist das sozusagen mit angerissen, mit reingeworfen. Und jetzt würde ich gerne nochmal Christoph Schmitz das Wort geben. Ja, es sind schon viele wichtige Punkte genannt worden. Ich will den sehr konkreten Vorschlägen von Ulrich Schneider gar nicht allzu viel hinzufügen. In der Tat ist es wichtig, dass es einen Anreiz gibt auf der Vermieterseite zu energetischer Sanierung, und der darf es nicht einfach auf die Mieter umwälzen. Der Mieter hat kein Entscheidungsrecht, das ist zutreffend festgestellt worden. Und insofern muss auch das, was bisher an Umlagekosten möglich war, deutlich reduziert werden. Wir wollen eine Absenkung auf maximal 4% der Umlagekosten haben, weil in der Tat natürlich von so einer Sanierung Mieter dann auch profitieren könnten, wenn denn genügend erneuerbare Energien am Markt sind. Wir reden hier über eine Zukunft, von der durchaus im Moment noch ein paar Fragezeichen da sind, wie schnell sie sich realisieren lässt. Gerade im Wohnungsmarkt haben wir relativ viel Heizungen, gerade in den Ballungsräumen, die Gasheizungen sind, Fern- und Nahwärmemärkte. Das erfordert völlig andere Umstrukturierungen, als wir sie jetzt beim Ausbau von Windkraft und Solarenergie haben. Das ist alles nicht so ohne weiteres zu ersetzen, auch weil sicherlich auch Fachkräfte, Bauarbeiterinnen, Bauarbeiter fehlen werden, um diese ganzen Anlagen zu installieren. Das wird noch sehr herausfordernd. Ich
bin ein großer Freund von Rekommunalisierung. Ich bin ja nicht nur für die private Energiewirtschaft, sondern auch für die Stadtwerke da. Wir haben da eine Reihe von guten Beispielen in der jüngsten Vergangenheit. Aber zum Stichwort Vergesellschaftung jetzt der Immobilienbranche. Wir leben ja nicht in einem Wünsch dir was, sondern wir werden ja dann auch konfrontiert, dass private Konzerne, in deren Besitz das zurzeit ist, dann Entschädigungszahlungen bekommen können. Und wir wissen nicht zuletzt aus der Kernenergiefrage und dem Kernenergieausstieg, wie hoch diese Summen sind, die dann kommen. Und da würde ich dann doch lieber über eine gute Mietpreisregulierung gemeinsam nachdenken, als den Schritt über Vergesellschaftung, die letztlich zu Entschädigungszahlungen an private Anleger führt, diskutieren. Ist sicherlich nicht aufgeschoben, diese Diskussion, aber aktuell, glaube ich, geht es um die Sofortmaßnahmen und nicht um den ganz großen Wurf. Uwe, möchtest du noch zu dem Thema was sagen? Ja, und zwar, wir stimmen überein. Bei den Fragen Grundsicherungsbezug muss die tatsächlichen Energiekosten beinhalten und Wohngeld auf Basis Brutto-Warmmiete. Das sind seit langem unsere Forderungen auch. Die energetische Gebäudesanierung ist echt eine ziemlich gefährliche Geschichte. Sie ist zwingend notwendig, aber wird zu einer der stärksten Verdrängungsmechanismen in Städten insbesondere. Und aus diesem Grund wollen wir nicht nur, dass die Förderprogramme ausgeweitet werden. Das Problem ist, sie werden ja nicht in Anspruch genommen. Man müsste sie, wie eben auch schon Ulrich Schneider andeutete, dazu zwingen, eine Pflicht zur Nutzung dieser Förderprogramme, also das Miet ans Mietrecht dort entsprechend rangehen und ans BGB. Weiterhin, dass die Umlage maximal in Höhe der eingesparten Energiekosten liegen darf. Und das wird immer vergessen, wenn man sich innerhalb der Blase dieser Logik der energetischen Gebäudesanierung befindet, dass die Verdrängung eigentlich auch durch andere Faktoren kommt und die energetische Gebäudesanierung dafür nur der Anlass ist. Also die Anrechnung, falsche Anrechnung von sowieso Kosten. Dass man nutzt die energetische Sanierung, um Mieter so zu drangsalieren, dass die am Ende die Wohnung wechseln. Also es gibt so eine Latte oder auch energetische Edelsanierung. Das sind alle oft Gesetzesverstöße, führen, die jetzt schon geahndet werden können. Aber die führen in der Summe dazu, dass die energetische Sanierung als Bedrohung wahrgenommen wird. Und deshalb muss man in dieses ganze Paket schnürt. Ansonsten würde es zu einer Riesenauseinandersetzung in den Städten führen und eine Abwehr von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebereich. Letzter Satz, öffentliche Eigentum. Ich glaube, da sehe ich bei in Fragen sozusagen der energetischen Gebäudesanierung auch nicht zwingend sozusagen die Lösung in statischem Eigentum, weil wir auch viele öffentliche Wohnungsunternehmen hatten, die da auch einen guten Schluck aus der Pulle genommen haben in der letzten Zeit. Der Punkt ist, in Fragen Mieten ist das Konzept, was die Berliner vorangetrieben haben, ein Konzept, was man unbedingt weiter vorantreiben muss. Kommunales Eigentum kann insgesamt Mieten stabilisieren, kann Angst auch von Mieterinnen und Mietern nehmen. In diesen Energiefragen, die wir jetzt behandelt haben, das ist, glaube ich, wirklich sozusagen die erste prioritäre Sache. Auch wenn wir natürlich jederzeit zur Rekommunalisierung von Energienetzen und so weiter stehen, aber aus ganz anderen Fragen, energiewirtschaftlichen Fragen. Vielen Dank. Mir ist es jetzt doch nochmal ein Anliegen, dass wir, klar, wir haben jetzt hier über nicht das große Thema Vergesellschaftung geredet, aber ich wollte doch nochmal sagen, ich glaube, die Frage eines Preises der Entschädigung ist natürlich ein hart umkämpfter Prozess. Und genau deswegen wird es so wichtig werden, in diesem Jahr die irgendwann in Kraft gesetzte Kommission von Frau Giffey und dem rot-rot-grünen Senat genau zu begleiten und zu gucken, was da passiert und möglichst viel Druck aufzubauen, weil natürlich die Spannen für eine mögliche Entschädigungssumme extrem auseinanderliegen. Aber das nur als eine kurze Nebenbemerkung, die mir wichtig war. Wir haben jetzt leider gleich schon 19.30 Uhr, die Veranstaltung war ja nur bis 19.30 Uhr angesetzt. Ich weiß auch, dass der Hickel um 19.30 Uhr pünktlich weg muss. Ich habe aber doch noch eine Bemerkung, einen Kommentar jetzt, der mich ein bisschen drängt. Ich denke, wir haben alle am Sonntag
die Sondersitzung und Debatte im Bundestag verfolgt und die, ja, das Sondervermögen, das jetzt für die Aufrüstung bereitgestellt von 100 Milliarden Euro, was ich aus vielerlei Hinsicht erschreckend finde und nicht gut heiße. Aber das ist nicht die Frage, sondern wir haben gesehen bei den Äußerungen von Herrn Merz, aber auch bei den Äußerungen von Herrn Lindner, wohin der Zug jetzt sozusagen fahren soll, dass nämlich aufgrund dieser Wahnsinnssumme, die jetzt mobilisiert wird für die Aufrüstung, schon mal der Sound angestimmt wird, dass für andere sogenannte soziale Wohltaten dann nicht mehr viel und nicht mehr in der nächsten Zeit möglich sein wird. Und da würde ich, wenn es die Zeit bei Ihnen zulässt, doch noch mal gerne in die Runde werfen. Müssen wir jetzt nicht noch mal extra alle Kraft da reinlegen, diese unsägliche Schuldenbremse zu Fall zu bringen? Und wie sehen Sie das, was da jetzt vermutlich auf uns zukommt mit dieser ganzen Aufrüstungsdebatte und der Frage, wie das sozusagen auch in Kontrast gesetzt wird zu anderen sozialen Forderungen? Das wäre vielleicht dann einfach jetzt, wären kurze Abschlussstatements. Ja, ich glaube, vielleicht der Hickel zuerst, weil ja, Sie danke, gleich ja. raus müssen. Aber ich meine, also wir, gerade innerhalb der Linken gibt es ja auch mit uns in der Arbeitsgruppe eine lange kontinuierliche Arbeit daran, die Schuldenbremse zu Fall zu bringen. Wir haben die Corona-Krise hat im Grunde genommen einen Druck ausgeübt in Richtung, dass man die gar nicht anwenden kann. Und ich will es im Einzelnen wiederholen, Staatsschulden sind vernünftig, wenn sie für zukunftsfähige, zukunftsrelevante Investitionen vorgenommen werden. Wer die nicht tätigt, der versündigt sich an der nächsten Generation. Aber was da gestern passiert ist, das ist ja wirklich, früher hätte ich gesagt, ironisch, das ist fast skandalös, dass jetzt plötzlich, und das glaube ich, dass Lindner meint es sogar ernst, dass jetzt für diese 100 Milliarden sozusagen die Notstandsklausel des Artikel 115 benutzt wird, außergewöhnliche Einflüsse oder Vorgänge. Und dass damit, ich bin ziemlich sicher, dass das finanziert wird über Staatsschulden. Da bin ich ganz sicher. Und das ist eigentlich der Skandal, dass wenn man dann sozusagen diese Krise, auch ich sag mal ganz bewusst bei allen Problemen, wenn man sie auch missbraucht sozusagen zu dem, was man immer schon wollte, nämlich eine Militarisierung, wenn man dann plötzlich die Schuldenbremse dann zu Fall bringt. Und ich bin da ein bisschen verzweifelt und würde es vielleicht so zuspitzen und sagen, also jetzt haben aber wirklich diejenigen, die immer kritisiert haben, öffentliche Investitionen im Sinne der goldenen Regel für Zukunftsinvestitionen, die sollen jetzt wirklich mal die Klappe halten. Sie haben verspielt, damit zu diskutieren und wir setzen uns dafür ein, dass dafür die Schulden finanziert werden. Und jetzt zu sagen, ja, passt mal auf, mit uns zu locken und zu sagen, ja, die Schuldenbremse wird ja jetzt aufgehoben, aber allerdings nur für militärischen Sondertopf. Das ist eine zynische Umkehr dessen, was wir wollten. Das muss man insgesamt beim Namen nennen. Und dann das dazu, Frau Völbel, was Sie angesprochen haben. Ich sozusagen meiner finanztechnischen Sicht heraus und der Beobachtung werden die 100 Milliarden jetzt einfach Kredite abgewickelt. Übrigens ein Beispiel dafür, dass die Kreditaufnahme offensichtlich auch kein Problem wäre, wenn man was Vernünftiges mitfinanzieren müsste. Nur, es gibt eine Drohformel, von der Sie gesprochen haben, und die müssen wir erkennen. Die Drohformel lautet jetzt, wenn man irgendwo was sozial abbauen will, dass man sagt, das ist sozusagen, das müssen wir jetzt unsere Verteidigungsfähigkeit opfern. Dagegen müssen wir uns gesamt vornehmen. Also ich habe mir überlegt, wir müssen auch noch mal was dazu schreiben. Das ist so ein aberwitziger Zynismus. Und am Ende ist Staatsverschuldung kein Problem, nur wenn es der Aufrüstung dient. Also das ist schon mehr als skandalös. Ich muss leider raus. Vielen Dank auch für Ihre gesamte Teilnahme. Dankeschön. Wunderbar, danke. Herr Schneider, wollen Sie nochmal, oder Christoph Schmitz, du hast gerade dein Mikro entsperrt schon. Ja, ich finde tatsächlich, es ist ein bisschen früh sozusagen in der Umsetzung zu gucken. Die Botschaft, die Rudolf Hickel gerade gesagt hat, die mit den Ankündigungen von gestern verbunden ist, wenn es drauf ankommt, ist Geld da. Und nach allem, was wir mitkriegen, sollen die 100 Milliarden für das Sondervermögen über Schulden aufgebracht werden. Es geht jetzt darum, tatsächlich auch diese Diskussion und zwar gemeinsam zu führen, dass Sicherheit nicht nur militärische Sicherheit ist. Ich will das gar nicht heute beantworten, weil die letzten Tage haben da bei mir auch durchaus Fragezeichen aufgeworfen und wir sind ja auch Gewerkschaft, die Bundeswehrbeschäftigte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stationierungsstreitkräfte organisiert. Da ist tatsächlich viel an Nachholbedarf. Da geht es noch nicht in erster Linie um Aufrüstung, sondern erstmal um eine angemessene Aufrüstung
vorweggeschickt, ohne jetzt das ganz große Fass aufzumachen, aber auch mit einer Antwort, was die Aufgabe der Bundeswehr ist. Denn das, was in Auslandseinsätzen, Afghanistan, aktuell Mali passiert, ist sicherlich nicht sozusagen das, was versprochen worden ist. Ich glaube, da muss es auch eine Diskussion zu geben, an der wir uns auch gewerkschaftlich und ich glaube auch im linken Kontext beteiligen müssen. Aber Sicherheit ist eben nicht nur militärische Sicherheit. Sicherheit ist auch eine Unabhängigkeit von bestimmten Energieträgern. Das spielt dann wieder in die Karte Klimawende und Energiewende. Sicherheit ist aber auch soziale Stabilität, soziale Sicherheit, weil rechte Parteien genau darauf aufsetzen, dass sie versuchen, da auch Demokratie zu destabilisieren, wenn es zu sozialen Unschärfen, sozialen Ungerechtigkeiten und sozialen Verwerfungen kommt. Und ich finde, diese Auseinandersetzung politisch müssen wir führen. Und ich habe im Moment noch nicht die allergrößte Hoffnung, aber auch unsere Forderung ist seit langem, die Schuldenbremse muss weg und Zukunftsaufgaben müssen auch über Schulden finanziert werden können. Und ich glaube, dass die Ankündigung von gestern müsste alle noch mal ermutigen, diese Diskussion erneut zu suchen. Vielen Dank, Herr Schneider. Also erstmal, was ich bedenklich finde an diesen 100 Milliarden, ist diese Bazooka-Mentalität, die da schon wieder Platz greift. Da stellt man sich hin und knallt irgendeine Zahl raus, die muss möglichst hoch sein. Und dann ist man ein ganz tapferer Politiker. Heute wurde ja gelegentlich mal die Frage gestellt, wie man jetzt auf 100 Milliarden kommt. Es kam noch keine wirklich für mich so klärende Antwort, mit Ausnahme der, dass man halt ein deutliches Signal setzen musste. Also 100 Milliarden für ein deutliches Signal. Es stellt sich salopp formuliert die Frage, ob man ein deutliches Signal ist, auch schon bei 50 Milliarden hätte setzen können, hätte man da 50 Milliarden vielleicht in Schulen investieren können. Denn man muss ja auch sehen, 100 Milliarden müssen erstmal ausgegeben werden. Und wir haben bei der Bundeswehr nun wirklich, selbst für den Laien nachvollziehbar, der einfach nur Bundeswehr aus Zeitung kennt, ja offensichtlich eine Organisation, die extrem schlecht gemanagt ist, wo sehr viel Geld in den Sand gesetzt wird, wo sehr viel Geld ausgegeben wird und dann am Ende Dinge doch nicht funktionieren, wo Berater sich dumm und dusselig verdienen, offensichtlich. Alles bekannt. Und in eine solche Struktur nochmal 100 Milliarden einfach drauf zu gießen, ohne zu gucken, wie kriegt man erstmal eine effiziente Struktur, die gewährleistet, dass dieses teure Geld dann auch vernünftig ausgegeben wird. Das, sowas ärgert mich dann schon, denn bei anderen Haushaltstiteln wird schon sehr genau hingeschaut, auf jeden Cent, und das ist auch effizient passiert. Also das ist das eine, was mich ein bisschen ärgert. Aber ansonsten ist mein Augenmerk weniger auf diese 100 Milliarden als auf das 2%-Ziel gerichtet. Das 2%-Ziel spielt sich im laufenden Haushalt ab. Das heißt, wir haben im Moment einen Verteidigungshaushalt, der liegt, glaube ich, bei so 49, 50 Milliarden. Wenn wir 2%-Ziel nehmen, das soll schon in dem Jahr passieren, da müssen in dem Jahr noch 18 Milliarden drauf. Und im nächsten Jahr wieder 18 Milliarden, je nachdem, wie das BIP sich entwickelt. Und das muss ja irgendwo herkommen. Und auch da ist die Antwort ja noch ausstehend, wo es herkommen soll. Jetzt wurde erstmal ja die Festsetzung der Eckwerte des nächsten Haushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung verschoben eine Woche. Das heißt, man hat sozusagen bis zum 16., glaube ich, März Zeit, jetzt zu schauen, wie kriegt man das Geld eigentlich zusammen? Welche Wirtschaftsdaten legt man dem zugrunde? Wenn ich mir anschaue, was Rudolf Hickel erzählt hat, wirklich schlecht Prognosen man jetzt im Moment agiert, was die Entwicklung des BIP anbelangt, dann heißt das, okay, dann brauchen wir zwar mal auch weniger in die Verteidigung tun, wenn man den Versprechen folgen will, aber wir haben auch weniger Steuereinnahmen. Und das sind dann Dinge, die wirklich beängstigen können. Und da kann ich dann nur wirklich Christoph Schmitz auch zustimmen. Das ist ähnlich mit der Ökologie. Die wirklich gute Klimapolitik kann nur sozial funktionieren. Wenn man die Leute dabei zurücklässt, dann wird einem die Mehrheit für eine solche Politik entzogen. Und das Gleiche gilt jetzt auch für diese 100 Milliarden und für die Aufstockung des Verteidigungshaushaltes. Wenn die Menschen das Gefühl bekommen, wichtige Dinge finden nicht mehr statt, dass die Schule saniert wird,
dass wir mehr Erzieherinnen einstellen, dass wir mehr Pflegekräfte einstellen, dass unsere Polizei gut ausgestattet ist und nicht nur die Bundeswehr und Ähnliches, dann werden die Menschen einer solchen Politik das Mandat entziehen. Das ist also ein sehr schwieriger Balanceakt und die nächsten paar Wochen werden sehr spannend. Danke, Uwe. Ja, ich habe natürlich dieselben Fragen wie meine Vorredner. Braucht das, glaube ich, auch nicht wiederholen. Putin hatte ein Ziel, war ja auch seines Vorgehens oder ist, die EU zu schwächen. Wenn er eins aber geschafft hat, denn das, dass er an wichtigen Stellen eigentlich die Leute stärkt, die er eigentlich schwächen wollte und die Leute, die jetzt Morgenluft wittern, um auch eine Aufrüstungsspirale in Gang zu setzen. Also diese 100 Milliarden, das ist ja doch eine so erhebliche Summe, dass man angesichts der Herausforderungen, die jetzt die Energiewende hat und die jetzt auch Ulrich Schneider sehr anschaulich beschrieben hat, damit zum erheblichen Teil finanzieren könnte. Und ich habe eben die Sorge, dass die Belastung, die aus vielerlei Hinsicht auch aufgrund dieses Krieges, Thema Gaspreise, auf uns jetzt hinzukommen, oft vor allen Dingen auf die Bevölkerungsteile, die nicht so viel in der Tasche haben, dass das jetzt zusammenkommt mit weniger öffentlichen Mitteln, um diese ganzen Probleme im Sinne einer sozialen Lösung zu managen. Und das ist für alle die schlechteste Lösung. Vielen Dank. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen hier bedanken, sozusagen auf dem virtuellen Podium und auch ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben auch leider nicht alle Fragen dran nehmen können, aber wir haben gemerkt, wir hätten doch sicher noch mal eine halbe Stunde auch dranhängen können. Aber ich hoffe, es war trotzdem ein hilfreicher Abend, um noch mal Argumente zu schärfen, um so ein bisschen zu gucken, wo stehen wir hier? Und ich fand, das war eine lebendige Debatte und möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken. Auch nochmal bei meinem Kollegen Steffen Kühne, der im Hintergrund hier mitgewirkt hat und die Chatbetreuung gemacht hat. Ich wünsche Ihnen nochmal alle einen schönen Abend. Applaus